Herzlich willkommen zurück bei der W20-Show beim Weihnachtsspecial mit mir als DM ausnahmsweise mal und einer verminderten Realität, in der alle träumen und sich hinterher nicht dran erinnern. Verrückt. Wir haben unsere Heldinnen und Helden zurückgelassen in Richtung Gerbrin. Auf Level 8. Und mit der Information vom Auserwählten, dass scheinbar seine Eltern in dieser Burg eingesperrt sind. Scheinbar. Und ihr seid jetzt wahrscheinlich in Richtung Burg unterwegs. Ja, und ich bin sehr stolz auf den Auserwählten, dass er kommen konnte, um uns zu holen. Das sind wir alle, glaube ich. Mhm. Ja? Ja. Ja. Das ist gut. Gut, wie nähert ihr euch der Burg? Zu Fuß. Es kommt ja erstmal das Dorf. In der gleichen Reihenfolge wie vorher. Ach so, ja. Ja. Eigentlich gesagt. Corrigan würde tatsächlich alle dazu anhalten, sich besonders ruhig zu verhalten und nach Möglichkeit auch langsam. Bin immer ruhig. Okay. Zu gehen. Dann gebt mir mal bitte alle einen Stealth-Check. Ach, der wollte immer noch so einmal nach rechts und dann ist es eine 1 oder sowas. Ich hab nicht gedacht, dass du deine Portentwürfe einsetzen könntest, um was Gutes zu machen. Ja, bei so einem Kram noch nie. Das ist doch ganz okay. 3. Okay. 17. 27. 18. Okay, dann gleicht das vielleicht meinen schlechten wieder aus. Was ein guter vielleicht Check nicht. Okay. Weil das ja so gut klappt. Auch so. Ja. Ist dir ein Bommel abgefallen? Ja, von der Seite. Aber oh. Von gut, dann nähert ihr euch dem Ganzen und kommt erstmal in Richtung Dorf. Ja. Was nicht mehr steht. Hm. Wie dir auffällt, da stehen Ruinen, die schwelen, aber kein einziges Haus. An manchen Stellen ist noch so ein bisschen Überreste von Mauern, die man sehen kann, aber an sich ist relativ eindeutig, das ist ein Ödland, dem ihr euch, ja, wo ihr euch der Burg langsam annähert. Denkt dran, das ist nicht echt, sagte er zu sich selbst als zu den anderen. Die Frage ist, kann es echt werden? Und Umis entschiedener Antitatendrang, sag ich mal, oder die entschiedene Misslaune von eben verfliegt so ein bisschen, weil es ist halt echt kein schöner Anblick. Was macht ihr? Ich schaue mich um, ob irgendwo Feinde sind. Wo schaust du? Im Dorf. Kann man die Burg schon sehen von da aus? Wahrscheinlich schon. Ich weiß ja nicht, wo genau wir sind. Am Dorf. Ja, das, die Burg siehst du gerade, wenn die Gebäude nicht mehr da sind. Also, ich weiß ja nicht, was von der Burg noch da ist, aber... Ja, gib mir mal einen Perception-Check. Die Burg steht noch. Okay. 10. Du siehst hier niemanden. Mhm. Wir sind hier sicher keine Feinde, das sage ich nicht. Aber Ren ist zufrieden, dass er keine Feinde sieht. Corrine castet False Life auf sich. Okay, und verbrät damit ihren zweiten Space-Slot. Ist irgendwie anders hier zu sehen? Irgendwelche Menschen noch, die in den Ruinen hausen? Du siehst niemanden. Mhm. Umi fängt an, den anderen so, ich will nicht sagen, eine aufmunternde Rede zu halten, aber so immer wieder einzureden, so, okay, es ist nicht real, wir sind nur hier, um Informationen zu finden. Wir werden herausfinden, was hier passiert ist. Wir werden das Monster platt machen und dadurch haben wir gelernt, was potenziell in der Zukunft sein kann. Aber uns wird nichts passieren, denn es ist alles nicht real und wir werden aufwachen in einer kalten Zelle und des Dingens. Und ich weiß nicht, ob das als Inspiring Leader Speech zählt, aber ist okay. Geht eine Weile weiter. Ist okay. Was macht das nochmal? Es gibt uns temporary Hit Points. Ja. Wie viele? Und ich habe minimal vergessen, dass ich das Ding habe, bis vor kurzem. Deswegen muss ich nochmal kurz nachschlagen, wie viele genau. Aber ihr könnt ja dazwischen dann weitermachen, ich hab's euch gleich. Ja. Hast du dir neue Spells ausgesucht? Auf Level 8? Weiß ich.
Wie viele hast du? Wie viele Spellslots? Wie viele Spellslots hast du? Sind es immer noch zwei? Nee, oder sind es mehr geworden? Nein, ich habe jetzt noch zwei Level 1 und zwei Level 2. Alles gut. Ihr kriegt 12 Temporary Hit Points. Cool. Okay. Gib mir doch bitte alle noch mal einen Stealth-Check. Hm. 17. 14. 8. 13. 12. Irgendwas scheint auf der Burg unterwegs zu sein. Ihr kriegt irgendwas mit. Mhm. Geräusche? Ja, Geräusche. Schritte. Sind wir jetzt unter der Burg, unterhalb der Burg? Oder? Nee, ihr seid ja noch am Dorf. Ja. Aber das kriegt ihr zumindest mit. Ihr habt das Gefühl, dass da irgendwas ist. Ist das Tor zur Burg offen? Es gibt kein Tor mehr. Hm. Also ja. Offensichtlich sind Teile aus dem Tor rausgebröckelt und es steht komplett offen. Ich würde mich doch mal nach Spuren umsehen von Feinden, die irgendwas Aufschluss geben, was das dort oben erwartet. Dann gib mir mal einen Survival-Check. Das ist eine Natural One. Plus? Survival. Was noch? Nix. Vier sind wir dann. Nee, dir fallen leider keine Spuren auf. Es ist alles so verbrannt und die Erde ist so anders zu dem, wie es vorher war. Ich versuche ja Monster zu tracken und ich krieg ja mit, dass. Also zumindest kann sich Sinister vielleicht denken, dass es sich um Fiend handelt, Fiend-Typus. Wäre das der Fall bei dem Check? Ja. Dann bekomme ich Advantage. Ja. Ja, hallo, 18. Okay, das sind, nice. Nachdem du ein zweites Mal schaust, auch mit dem Gedanken, was du so im Abgrund bis jetzt gesehen hast, schaust du dir nochmal den Boden genauer an und stellst fest, okay, da scheinen wirklich Dämonen lang gelaufen zu sein. Alles durcheinander allerdings. Also es ist alles so verbrannt, dass du nicht mehr richtig nachvollziehen kannst, in welche Richtung das geht. Aber hier waren auf jeden Fall vor kurzer Zeit viele Dämonen unterwegs. Dann teile ich das dem Rest mit und flexe ein bisschen mit meinem neuen Ranger Multiclassing. Das ist ja ein wunderschönes Ranger Multiclassing, was du da hast. Dankeschön, nicht wahr? Ich wüsste gern, worauf wir uns vorbereiten müssen, wenn wir in die Burg gehen. Ja. Und ich weiß, dass du einen kleinen fliegenden Freund hast, der vielleicht mal einen Blick von oben drauf werfen könnte. Naja, okay. ich würde etwas anderes gerne probieren. Kann ich das aktiv schon nutzen? Das von Reifen? Kennen wir das alle? Hat das schon jemand genutzt? Corrigan, hat ihr es schon genutzt? Ja. Dann würde ich versuchen zu spüren. Range. Hm? Ja, wie groß ist denn die Range? 60 Fuß. Sind wir direkt bei der Burg? Ihr seid am Anfang des Dorfes. Die ist ungefähr Fuß von der Burg entfernt. Auf jeden Fall mehr als 60 Fuß. Ja, nee, ich dachte, wir sind schon an der Burg. 150-200 Fuß. 150-200 Fuß von der Burg entfernt. Außerdem. Ja. Nach oben, straight nach oben einfach. Okay. Dann siehst du, was Duri sieht. Und zwar ist das die Burg, die ziemlich nidiert ist an vielen Stellen. Oh. Den einen oder anderen Schwabbelboys. Nein. Yes. Nicht die Boys. Und ich mache hier mal die Kamera. The Boys are back. The Boys are back. Einmal drücken. Ne? Ist das Wunderwinkel? Ja, ich bin. Oder? Oder lieber da. Man sieht nur so viel vom Zimmer hinterher. Ja.
dann näher ran. Ich besser machen kann. Achso, du kannst, ja. Passt, alles gut. Passt. Gut, du siehst, die Burg, sie ist deutlich gediert. Das Tor scheint an ein paar Stellen abgebröckelt zu sein. Und auch das Torhaus mit dem Dach ist ein bisschen offen und die Mauern so ein bisschen angesenkt an manchen Stellen. Ja. Und du siehst Trouble Boys. Ich würde die Position von den Gegnern so weitergeben und auch wie der Zustand der Burg momentan ist. Achso, und hier steht ein Banner. Nein. Entschuldigung. Nein? Fallen die keinen Banner? Nein, natürlich nicht. Oh. Ja, würde das so weitergeben. Dann Duri wieder zurückholen. Okay. Verschwinden. Dann. Ja, da sind diese widerlichen Schwabbelboys wieder. Jetzt der offizielle Name davon. Wie viele hast du gesehen? 6. Die schaffen wir. Das schon, wenn da nicht noch mehr sind innerhalb der Burg. Und andere Dinge. Finden es heraus und Uni wird losgehen. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Denke auch. Corrigan wird hinterher und sich noch möglichst verdeckt und ruhig an den Häusern halten, also an den Häuserruinen. Was ist mit dem Rest? Ja, auch versucht, verdeckt vorzunehmen. Da brauche ich von allen aus bedeckt, aber nur weil Corrigan es macht. Brauche ich noch einen Stealth-Check von allen. Der rollt immer so ein bisschen zurück, der Flöschen. Ja. Ja, toll. Toll! 13. 9. 21. Wow. Okay. Ja, dann geht ihr da lang. Mhm. Bis ihr vor der Burg steht. Mhm. Können wir was hören? Schritte und Geschwabbel. Ich mache jetzt dieses, genau, das mache ich jetzt nicht. Oh, jetzt mache ich den Kopfschmerzen ab. Alles gut. Der da ist, ist der wirklich da, wo das Dach wäre, ist unten im Torhaus tatsächlich. Den könnt ihr aber sehen, weil das Dach so kaputt ist. Oder den hat Duri gesehen, weil das Dach so kaputt ist, dass man es quasi von oben, von der Aufsicht sieht. Ich habe jetzt nicht die Map nochmal gedruckt mit kaputter Burg. Deswegen. Klar. Nee, aber das Dach ist eigentlich komplett abgedeckt. Ich hab auch das Obergeschoss vom Dings. Das Dach ist da komplett abgedeckt und an dieser Stelle sind größere Löcher in der Mauer. Okay. Feinde, würde ich sagen, wa? Gib mir eine Sekunde. Lasst mich außen an der Burg vorbei und sobald ich auf dem Turm bin, schicke ich euch eine Nachricht. Okay. Und dann rennt ihr durchs Tor. Von mir aus. Okay. Dann würde ich mich an der Seite an der Burg vorbeischleichen. Okay, dann gib mir auch dafür einen Stealth-Check. Oh, das ist besser. 27. Okay. Ja gut, dann schleichst du dich an der Burg vorbei. Und dann würde ich mit meinem. Dann würde ich die Flügel rausholen. Dann würde ich mit meinem Movement zuerst auf das Dach der Halle. Ja. Und von da aus in den Turm. Okay. Fliegen. Dann gib mir für das Dach der Halle mal einen Stealth-Check. Ja, hätte ich vorher ansagen müssen. Alles gut, hätte ich vorher ansagen müssen. Natural 20. Okay. Das heißt 30. Ja. Ja. Okay.
Und dann landest du wieder auf dem... Dann lande ich auf dem Turm. Ja. An welcher Stelle? Hier dann wahrscheinlich so. Ja, da. Und dann würde ich als allererstes den Fabelboy, der da ist, von hinten in den Kopf schießen. Ja, dann würfelt ihr bitte alle einmal Initiative an dieser Stelle. Aber der hat mich noch nicht bemerkt. Ich weiß, du kriegst ja auch eine Surprise. Was? Ich würde versuchen, das so sneaky zu machen, dass die anderen das nicht mitkriegen, sodass ich das den alleine kriegen kann, bevor der Kampf beginnt. Assassin's Creed Style. Genau. Dann muss ich ihn natürlich auch mit dem Schaden direkt töten, den du machst. Easy. Okay, ja. Krieg ich Advantage? Sneak Attack, ja. Ja. Ja? Ja, mit der Natural 20 vorher. Okay. Dann nutze ich Sharpshooter. Okay. Das heißt, ich habe eine gewürfelte 17 plus 8 durch den Bogen. Kommen wir auf 25 minus 5 wegen Sharpshooter, sind wir bei 20. Ja. Trifft das? Ja. Okay. Die haben doch eine 9er AC. Ist mir egal. Der 1d6 normal, 4d6 Sneak Attack Damage. Wow. Oh, 3-1 wow. Ist bitter. Das ist echt bitter. Dann sind das einmal gewürfelt 11 plus 5. Du weißt es doch selbst. Plus 10. Ganz toll. 26 Piercing Damage. Ja. Immer so ein Fireball. Plus 10? Wo kommt die plus 10 her? Was? Ich habe einen Feed genommen. Wo kommt die plus 10 her? Ich habe einen Feed genommen. Ah. Auf Level. Sharpshooter. Das ist echt gut. Das Sharpshooter. Gut, du triffst den Schwammelboy, der dich überhaupt nicht bemerkt hat, von hinten. Und triffst ihn mitten in das, was wo theoretisch bei einem Menschen das Herz wäre. Und er kippt von der Mauer. Dann schicke ich eine Nachricht an. Und damit geht ihr alle in die Initiative. Okay. Dann musst du da wohl alleine klarkommen. Gehen wir jetzt aber direkt okay, vom Hochtor, ist ja oder müssen wir jetzt echt noch irgendwie so 30 Schritte hoch? Das passt. Dass gleich der Shadow Demon kommt. Ja, genau. Auf dem Turm ist ja gar keiner. Du musst die Initiative überführen ja, bringen. Ich warte auf dich. Achso. Du machst die ganze Zeit irgendwie so. Dasselbe. Oh, National 20. Nice. Ausnahmsweise mal bei der Inni. Der Chronogist, Wizard, kann seinen. Hast du schon mal gelesen wahrscheinlich, ne? Den Inni-Modifier auf seine. Den Int-Modifier auf seine Inni aufpacken. Cool. Ja, das ist echt gut. Weil er halt die Zeit beherrscht. Makes sense. Weil er cool ist. Irgendwen gibt es doch auch, der kann mit Initiative proficient werden. Der kann seinen Proficiency-Bonus dann draufsetzen. Nee, nicht im Wizard, ich glaube im Barbarian. Ja, kann gut sein. Oder ein Barbarian. Ich kriege einen Rogue-Feed, ehrlich gut. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwer über 20. 21. Okay. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. 15 bis 20. 18. Okay. 10 bis 15. 11. 11. Ja. Fünf. Okay. Okay. Die sind eh alle tot, bis ich dran bin. Danke für dein Vertrauen. I hope this is right. I don't know if that's right. But I like it. Gut. Dann ist Ren als erstes dran und der hört wahrscheinlich tatsächlich das laute Platschen aufschlagen, weil der Turm ist schon ein Stückchen höher und der Schwabbelboy macht einfach ein. Er hat ja auch eine Message gesendet. Nee, hab ich noch nicht. Oh. Davon bist du noch nicht dran.
Das höre ich. Ja, sehe ich sonst noch welche, wenn ich so hoch gucke, die Mauer? Ja, du siehst relativ eindeutig den hier. Aha. Aber ich weiß ja auch, dass die keinen Fernkampfangriff haben, die Viecher. Richtig? Weiß ich nicht, weißt du ja, das? Ja, das, ich meine, wir haben ja gegen die gekämpft, einige Male. Die können ja nur Nahkampf schwabbeln. Die können ja Nahkampf schwabbeln. Ja, dann würde ich halt reingehen, so. Ich mag den Counter da nicht. Du würdest reingehen, okay. Ja, ich meine, da draußen so rumstehen ist auch doof. So weit wie möglich. Yeah. Was ist dein Movement? 25. 25, dann sind das 10. 25, du würdest quasi bis hier unten unter dem Torhaus kommen. Gibt es da so ein Angstloch oder was? Ja, gibt es. Ja, das ne? Stimmt, wir hatten es. Aber ich glaube, in dem Winkel siehst du ihn nicht. Ja. Okay, ich dann... Ha. Sehe ich den da hinten auf dem Häuschen stehen von da? Den hier? Mhm. Ja, den siehst du. Soll ich da Magic Missile reinballern? Okay. Ich finde super, dass du dich an Absprachen hältst. Nein, du hast gesagt, mach bitte. Das war nur ein bissiger Kommentar. Das war keine. Ich glaube, ein Corrigan-Kommentar war das. Ja, genau. Ich glaube, während du das erklärt hast, habe ich gerade an irgendwas anderes gedacht. Das nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass du gesagt hast, ich gebe das Signal. Mehr habe ich nicht mehr mit. Okay, es liegt eindeutig nicht an der DM-Position, es liegt an mir. Wir sind alle noch so drauf getrimmt, dass wenn ein bissiger Kommentar vom Bosser kommt, dann passieren gleich schlimme Dinge. Deswegen ach so, weil du das Signal noch nicht gegeben hast. Ja, aber alles gut. Ja, ich meine, ob ich jetzt angreife oder gleich. Ja, es ist egal. Es ist, und ich meine, das Runterplatschen von dem Body könnte man auch fast als Signal werten, finde ich. Ja. Aber, da du recht hast, würde Ren das halten, bis das Signal kommt. Los, aber trotzdem bis dahin. Ja. Was würdest du halten? Ja, Magic Missile. Magic Missile auf den Schwabbelboy oder auf den Schwabbelboy und unter dem Key, dass du quasi was auf, bekommst? Auf einen Schwabbelboy, den ich sehe, wenn ich den Key bekomme. Gut, okay. Dann ist wahrscheinlich Corrigan dran. Ja, ich kann das nicht ehrlich sehen, das ist ich mag den Counter nicht. Corrigan benutzt ihre Bonus-Action, um da oben sich zu verstecken. Ja, das kannst du machen, den ist hallo Schwabbelboy. 28. Ja, okay. Und dann nutzt Corrigan ihre Action, um Message an Ren zu casten. Und zu sagen, ich bin in Position Kontra. Okay. Willst du antworten? Ich sag, okay, ich bin unter dem Torhaus. Also, okay, und es triggert die gehaltene Action? Ja. Auf den Schwabbelboy, dann gib mir mal deine Magic Missile. Jawohl. Gib ihm. Welcher ist denn das? Und der da. Ja, 10 Force Damage. Die 1, ne? Ja, der ach, direkt, ne? Ja. Ja. Der schwabbelt da so runter. Fällt einmal auf die Schmiede, glaube ich, ist das. Mhm. Auf das Dach und bleibt da liegen. Ist tot. Schön. Die Schwabbelmasse. Das gefällt mir. Das ist mein Spiel. Gut. Machst du noch irgendwas? Kann ich nicht. Aber ich würde mich tatsächlich sehr gerne etwas da bei der Luke ungefähr versteckt haben. Hier? Da? Da nicht. Da nee, weiter rechts, weiter rechts. Nee, weiter zu mir. Eins, weiter rechts. Von mir aus. Nein, von mir aus gesehen. Da, ja. Da war ich aber eben schon, da hast du gesagt, nee. Ja, du bist so schnell wieder weg, da konnte ich nichts zu sagen. Meins, meins. Wer ist dann dran? Sinister. So mach ich das nächstes Mal auch. Bitte nicht. Ich komme da nicht richtig rein, ich bin kleiner als du. Ich weiß, alles gut. Und der Counter nervt ein bisschen. Ja. Ich sehe, dass Red reingelaufen ist und noch was geschossen hat. Sinister läuft hinterher und schießt auf den ersten Schwabbelboy, den er sehen kann. 30 wahrscheinlich, ne? Ja. Dann kommst du bis dahin. Auf den ersten Schwabbelboy, den du sehen kannst. Yes. Von da würde ich sagen, siehst du im Winkel den nicht mehr. Du hattest ihn aber, als du hier standst, gesehen.
raus. Ja, dann wenn ich den davor schon sehe, sorry. Das heißt, du würdest ab hier den auf den. Okay, gut. Yes. Dann gib mir mal deinen Angriff. So, das ist wieder der. Ach. Ja. Acht. Acht. Oh. Sadly jetzt. Dein Müll gewürfelt. Das verfehlt leider genommen. Bossa hat die Stats wahrscheinlich noch im Kopf. Einen verfehlt. Ja. Gut, hier steht nämlich gar nicht, wie sich das bei Level 8 verhält. Aber dann läufst du wahrscheinlich trotzdem noch weiter. Yes. Und machst noch irgendwas mit einer Bonus-Action? Nö. Nicht? Willst du nicht noch? Ich wollte gerade sagen, willst du nicht? Nein. Wirklich nicht? Nein. Okay. Leute, das muss ich gut timen und nicht bei der erstbesten Gelegenheit raufsammeln. Ja, okay. Dann ist die gelbe Variante hier dran. Ja, das warte mal, da sind drei verschiedene Gegnergruppen drin. Auf dem Counter. Ja, hast du nicht gedacht, dass wir nur kommen wollen? Nein, dann nicht. Hört ihr ein ohrenbetäubendes Brüllen aus dem Haus. Und herauskommt mit wirklich starker Energie. Die Tür fliegt auf und ihr seht einen riesigen dämonischen ein riesiges dämonisches Rentier-Ich, was auch immer. Viech. Was sich in alle Richtungen umschaut. Und dann Ränder stehen sieht. Und dann. Das ist gar nicht wieso. Renn weg. Ah. 30 Renn weg. Fuß und. Rennkasse, du bist Billy. Renn weg. Und 50 Fuß. Oh, du hast Pech. Kann er mich chargen? Und der läuft. Und zwar in eure Richtung, in deine Unsinistes Richtung, mit seinem gesamten Movement. Ach, der hat und chargt euch. Und ich brauche bitte einen Dexterity Saving Throw von Ren und. Der klappt immer noch so mal um. Das ist jedes Mal. Ehrlicherweise auch einen von Sinister. 7. Jedes. 17. Okay. Renn. Macht ja auch Sinn, ich bin als Erster. Ja. Ah! Du wirst zurückgeworfen, als sich dieses Riesen-Rentier-Viech mit seinem Geweih voraus fast umnockt. Aber du wirst gerade noch so gehalten von Sis, der da dahinter steht, total überfordert und bekommst. Moment. Keine Ahnung. Ganz viel Damage. Kriegst 11 Bludgeoning Damage und bist 10 Fuß weggeschleudert und prone. Ah, 10 Fuß weg. Jo. Also hinter Sinister. Ja. Also vorbei. Irgendwie. Ah, ich bin ja auch klein. 11 hast du gesagt. Bist du ehrlicherweise, weil er so die Richtung hat. Hier vielleicht hin. Ja, 11. Genau. Und prone. Ohne. Und ich habe leider keinen prone. Aber du kannst die Mini einfach hinlegen. Achso, ich dachte, du hättest vielleicht einen Bone Ring für mich. Nee, ich habe den vorhin gesucht, aber nicht. Bone Marker habe ich nicht, weil ich denke, ich kann ja die Mini einfach hinlegen. Achso. Ja, ich lege die Mini hin. Hier, da liegt sie. So. Ich kann die gar nicht sehen, da ist so ein Ding im Weg. Und, ja. Jetzt steht Sinister da ein bisschen weiter weg, das ist schon in Ordnung. Dann ist. Wie macht der denn was für ein Geräusch, wenn der stimmt? Ah. Was? Was für ein Geräusch macht der denn, wenn der auf mich zustimmt? Na, der ist am Schreien. Wie schreit er? Ich muss Bosse, auch mal wie hatte der Hirsch geschrien, als er dich. Der hat nicht geschrien. Nein. Der hat so geknurrt. Ja, so geknurrt. So. Ja, wie denn? Ich kann sagen, mal. Guck das mal nach, guck das mal nach. Das Video raussuchen. Ja, ohne Scheiß. Das ist ein zurückgehaltenes Röhren. Das Video war das ist wirklich so tief. So ein kehliges zurückgehaltenes Röhren. Ne? Ja. Ich kann das auch nicht nachmachen. So was ist das. Das ist wirklich so. Geil.
Und daraufhin sind dann tatsächlich noch die Schwabbelboys dran. Die vollkommen überfordert, die Hände über den Kopf reißen und durch die Gegend laufen. Und der eine läuft seine 20 Fuß hier runter, macht und der hier läuft tatsächlich auch damit runter. Also hier rum, damit er da zu der Treppe kommt. Ja, die Burg ist echt viel konzipiert. Und der hier ist ein bisschen durcheinander und springt da runter. So hoch sind die Bauern ja nicht. Das und scheint es nicht so gut zu bekommen. Mit dem Runterfallen. Allerdings steht er dann da noch erstmal. Und der läuft. Hier. Gut. Das waren die Schwabbelboys. Und dann ist Omi dran. Endlich! mag mir jemand ein Foto machen, weil momentan sehe ich da nur ein Klatschern-Ding und ich würde doch gerne wissen, ob sich Fairy Fire lohnt oder nicht. Es lohnt sich, glaube ich. Nein! Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass sich das da lohnt. Ich stehe. Ja, okay, um fair zu sein, Fairy Fire lohnt sich immer, aber vielleicht kann ich auch einfach eine Runde warten. jetzt müsstest du es sehen. Oh, in der Tat. Das. Naja, gut, der. Das kleine weiße Häufchen Elend ist das Rennen, der prone ist? Oder was ist genau, das? Genau, ja. Ich liege auf dem Boden, vor mir steht dieser Elchdämon und dahinter theoretisch stehen zwei Schwabbelboys und einer von den Schwabbelboys steht noch oben. Den würdest du wahrscheinlich nicht damit erwischen können, wenn du die anderen haben willst. Ich weiß nicht mal, ob ich die äußersten beiden Trouble Boys noch unter das gleiche Raster kriege, weil es ja irgendwie schon nach mehr als 20 Fuß aussieht. Nee, müsste genau reinpassen. Ja, dann macht Umi, was Umi nun mal gut tut. stürzt das Fairy Fire stolpert ihr reflexartig aus dem Mund, bevor sie da überhaupt groß drüber nachdenken muss und bevor sie überhaupt richtig da ist. Und dann kriegt sie einmal ein Dex-Save von allen Beteiligten auf maximalen Schaden hoffentlich. Also auf maximales Fairy Fire um die rum. Wer wäre das? Der Hirsch und die beiden und die im Hof. Beiden im Hof, jo. Genau. Dex-Save? Ja. Auf was? Auf, ach ja, Level 8. Müsste trotzdem 15 sein. Jo. Sagst du? Ja. Okay. Jawohl, das ist gut. Das ist auch gut. Dann fangen sowohl der Riesenhirsch, Monster, Dämon, Gruselviech als auch einer der Schwabbelboys an zu leuchten. Oh, nice. Welche Farbe denn? Weiß ich nicht. Welche Farbe? Pink. Pink. Aber ist doch Weihnachten. Ja, genau. Und Umi hat die Nase voll von Weihnachten. Amen. Und damit würde, damit würde sie nur noch mit ihrer Bonus-Action rennen zu rufen, dass er ganz schnell aufstehen soll, damit ihm damit eine Bardic Inspiration austeilen und dann sich da nach vorne zu Sinister gesellen, damit er nicht alleine abkriegt, falls das Viech jetzt noch bleibt. Nee. Ich glaube, der wird ein Level 10 besser. Ja. Da drin hast du Temporary Hitpoints von Umi. Wie viele? 12. Hey. Also hast du noch einen über. Oh, falsch. Oh, gut. Also habe ich eben keine verloren. Sorry. Umi, was machst du noch in deinem Zug? Wieso habe ich die? Außer Fairy Fire? Mhm. Ich habe Brandon eine Bardic Inspiration gegeben. Ja, das war deine Bonus-Action. Genau, und dann bin Fairy ich Fire halt war dann die Action. Die letzten Schritte hinhand und habe euch zu Sinister gestellt, okay. Um Angriffe von den Viech abzublocken. Neben Sinister? Ja. Gut. Okay, dann Rot viele. Jo. Da passiert nichts. Okay. Dann ist Ren wieder dran.
stehen jetzt die beiden da. Okay. Ich stehe auf. Erstmal ein halbes Moment. Jo. Jenny auch. Was? Nichts. Renner hat gesagt, er steht auf und das klang bei dir gerade auch so, als würdest du aufstehen. Achso, ja, ich hab mich zurecht. Du siehst gerade ehrlicherweise niemanden. Niemanden? Doch, das ist viel vor mir. Ja, du bist, also die... Dann gehe ich hinter Sinister. Ja, das ist okay. Ja, why not? Banishment. Okay. Das ist viel important. 5. Was Banishment macht das? Banishment Range? Das müsste doch reichen, oder nicht? Naja, was hat es für eine Range? Ich glaube, Banishment hat eine Touch Range, deswegen frage ich. Echt? Ja. Nee, sicher? Relativ. Hier. 60 feet. Ah, echt? Ja. Spannend. Ich dachte. Ja, 60 feet. Okay, ich dachte, das wäre Touch. Hätte ich meinen Spellcasting-Fokus nicht, bräuchte ich an item distasteful to the target. Das ist so geil, manchmal versteht. Ja, dann das. Was möchtest du noch irgendwas wissen? Was bekommst du? Also brauchst du irgendein Save? Nee, weil, also ja, aber. Max has seat on a Charisma Saving Throw or be banished. Hast du das auch? Ich hab's gerade nachgeguckt. Achso, ja. Also Charisma. Ja, aber Portent habe ich 5. Ach so. 5 gemacht. 5 automatisch für Charisma. Plus den Charisma Modifier. Minus 2. Okay, das heißt, dann passiert was? Es wird verbannt für eine Minute. Bis zu einer Minute, ist Concentrating. Ja. Ist halt einfach auf seiner Homeplane. Okay. Bye! Okay, dann verschwindet das Riesenvieh da plötzlich. Ja. Lass uns erstmal die anderen bekämpfen. Für wie viele Runden? 10. 10 Runden, ja. Es sei denn, Rennen wird unterbrochen. Ja. Aber ich habe Advantage auf diese Checks. Gut. Ach nein. Ja. Das ist deine Action. Und dein Movement könntest du jetzt noch ein... Ich rufe einfach zu den anderen dann auch. Der kommt in einer Minute wieder. Besiegt die anderen. Und dann würde ich... Nee, ich gehe da nicht vor, so wie die alle im Hof stehen, die Viecher. Ich warte da. Okay, du wartest da. Oder ich gehe noch mal einen Schritt wieder zur Seite, oder? Kann ich das noch? Zur Seite? Ich habe eben die Hälfte meines Movements benutzt. Meinst du hier hin? Nee, ich war ja eben... Du kommst eigentlich nur bis... Wie viel Movement hast du? 25? 25. Dann kommst du nicht mehr weiter. Nee, dann bleibe ich da. Gut, dann ist das Rennen. Dann ist das Corrigan, glaube ich. Corrigan schießt auf den Schwabbelboy. Nee. Den letzten. Ich glaube auf den schießt Corrigan. Ja, gut, mach das. Passt das von der Range? Ja. Hast du da nicht dann... Nein, nicht mehr. Okay, gut, ja. Ich habe kein Disadvantage mehr auf Long Range. Ja, ich habe Advantage, weil ich versteckt bin, richtig? Ja. Achso, ich benutze Sharpshooter. Mit minus 5. Und dann. Was heißt das? Minus? Ich mache minus 5 auf den. Nehme minus 5 auf den Attack Roll und krieg dafür plus 10 auf den Schaden. Okay. Gesundheit. Gesundheit! Oh. Ja. Gesundheit. Okay. Und das ist eine 20 zum Treffen. Ja, das trifft. Okay. Und das sind auf jeden Fall 10, das sind auf jeden Fall 15 Schaden plus 5W6. Okay, tschüss. Okay. Und dann laufe ich an die Richtung, über die Falltür rüber, Richtung Dach. Nee, noch einen weiter zu dir. Genau, da verstecke ich mich nochmal. Ja. Natural 20. Okay, gut. Ach, so spielt sich Corrigan. Das ist ja spannend. Dann ist Sinister, glaube ich, dran. Also, kann ich den Boy sehen, der gefairyfired ist? Ja, von da, wo du jetzt stehst, kannst du den sehen. Ja, nice. Firebolt. Okay. Fuck. Du hast auch Advantage. Firefire. Trotzdem, ich habe mehr erwartet. Darum geht's mir. 24. Ja, das trifft. Ne, dachte ich. So, dann sind das 2d10. So.
Hm, 9. Ja, denn der fällt um. Von deinem Firebolt getroffen, explodiert ein Teil seines Fettes und er fällt schlabbelnd zu Boden. Brutzel. Stimmt. Gut, willst du dich noch bewegen? Wenn das ein Finger. Oh, ja, ich gehe so 2-3 Schritte rein, das Rennen, wenn es hinter mir auch durch kann, so. Dass ich halt nicht mit im Weg stehe. Okay, gut. Ich hasse solche Leute. Also nicht in D&D, sondern in D&D Supermarkt immer. In D&D finde ich es vertretbar, weil da hast du andere Sachen im Kopf. Aber im Supermarkt, Leute! Sorry. Gerade bin im fertig. Moment. Bist fertig. Okay. Gerade im Moment. Immer im General Store und im Waffenladen. Bei D&D halt auch. Okay. Ja. Ihr hört nochmal einen riesigen lauten Schrei, der genauso klingt wie vorher. Nein! Seht das gleiche Vieh, wie es hier aus. Aber es ist tatsächlich ein anderes. Es ist tatsächlich ein anderes. Oh shit. Und es schaut sich um, sieht Sinister da stehen. Oh nein! Und zwar genau in der Range, die gerade für das Charge funktioniert. Ist das so ein Mess? Steht halt genau da, wo Ren eben stand. Das ist halt so eine Horrorbahn. Das triggert halt immer, wenn man auf diese Platte und läuft einmal gegen dich und ich brauche einen Saving Throw für Dexterity. Dex. Jo. 18. Ja, den hast du geschafft. Also du bleibst da stehen. Der rennt. Du hast schon irgendwie. Du hast das Gefühl, du hast ein Déjà-vu. Du hast das schon mal erlebt. Und hast dich daran erinnert, wie Ren voll auf die Fresse bekommen hat und dachtest, nee, ich bleib hier jetzt stehen und schaffst es tatsächlich, den abzuhalten. Ist ein Traum, ich bin super angepisst, war gerade gar keinen Bock auf die Fresse zu kriegen. Ja, gehe ich auf die Seite. Jo. Dann sind die Schwabbelboys dran und bewegen sich natürlich alle erstmal und schwabbeln vor sich hin. 20 Fuß. Und wie ist das mit Monstern? Die dürfen aneinander vorbei, oder? Ah, es ist schwieriges Gelände. Schwieriges Gelände. Die dürfen sich durcheinander durchbewegen, aber es ist schwieriges Gelände. Aber halbes Movement. Genau, deswegen halbes Movement. Das heißt, er dürfte genau gerade nicht durchkommen. Ach man. Ja, dann schwabbelt der hier runter. Und da runter. Und tut sich auch weh. Okay, der Schwabbelboy da hinten ist nicht so fit drauf. Nee. Nee. Welcher ist das? Welche Nummer? 5, sorry. Und außerdem schwabbelt hier auch noch was raus. Schwabbel, schwabbel. Und der hier versucht dagegen da durchzulaufen, aber läuft irgendwie gegen dieses Riesenvieh, was da im Eingang steht. Und schwabbelt da irgendwie gegen. Schwabbel? Jo, und dann ist Umi dran. Umi sagt es aber und sagt dann zu Ren, wir müssen ehrlich nochmal über unser Teamwork reden. Warum verbannst du die Kreatur, die ich gerade verzaubert habe? Sagst du es mir? Na, dann antworte ich später. Ja. Ich sag nichts zu. In der Zwischenzeit, dadurch, dass da jetzt einfach genau das gleiche Viech aufgetaucht ist, was aber einfach nicht Fairy Fire ist. Das wäre ja auch eben so aufgetaucht. Ja, dann hätten wir 2 am Hals gehabt. Ja, aber eins davon wäre Fairy Fire gewesen. So. Ja, toll. Aber ja. Oder mal, kann ich noch mal kurz ein Positionenbild haben? Weil Schwabbelboys sind irgendwie nur noch einer unterwegs, oder? Ja, es ist... Macht ihr ein Foto? Nein, nicht mehr. Jetzt mache ich das nicht mehr. Also vor dir steht Sinister und direkt davor dieses Grusel-Dämon-Vieh und dahinter irgendwo ein Schwabbelboy, der immer gegen dieses Dämon-Vieh läuft mit seinem Kopf und versucht da durchzukommen, aber es nicht schafft. Und dann wirst du wahrscheinlich noch gesehen haben, dass so ein bisschen in der Richtung, dass aus der Tür von der Haupthalle ein weiterer Schwabbelboy rausgekommen ist. Okay, ja. Ja, aber momentan muss ich mich erstmal um einen Dämon nach dem anderen kümmern. Entsprechend kriegt einfach das Dämonen, das tragischerweise nicht gefairy-feierte Dämonenvieh einen Dissonant Whisper von mir. Okay. Ja, es macht ein Wisdom Save. Okay. Das ist eine 14. Der ist damit nicht bestanden.
Und damit kriegt es 3d6 Damage und muss vor mir weglaufen. Okay. 1, 6, 1, 8 Damage. 8. Okay. Ja, und ich laufe auch noch auf es zu. Und wie viel muss der weglaufen? Soweit er kann. Sein volles Movement. Sein volles Movement einmal. Ja. Gut, dann hat er das gemacht. Ja, und ich stelle mich neben Sinister, klopfe ihm einmal auf die Schulter und verteile ihm meinen Bardic Inspiration. Ein Dämon nach dem anderen und die machen mit platt. Okay. Gib mir alle mal einen Perception-Check. Na? 10. Natural 1. 23. Nee, 22. Die Würfel sind frischer als mein Kopf. Ich wollte gerade ohne Witz, unironisch 11, 10 sagen. 21. Okay, dann kriegen Sinister und Ren mit, dass irgendwas in der Halle ist und ihr menschliche Schreie hört. Mhm. Tatsächlich. Ihr könnt nicht verstehen, was die genau brüllen, aber es scheint. Also da links in der Halle. In der Halle, ja. Mhm. Da kommt man gerade nicht so gut rein. Okay, dann ist wieder Ren dran. Was? Nichts, wie viele Spells sonst hast du denn noch? Wieso? Bin ich jetzt gespannt. Eine Frage für einen Freund. Bin jetzt gespannt, was du machst. Was machst du? Wieso? Ich... Cast a Mage Armor auf mich selbst? Habe ich schon. Wann hast du das gemacht? Ah ja, stimmt, am Anfang. Ja, am Anfang. Als ihr aus dem Dings raus. Genau, wo du deinen Vorschlag gemacht hast. Yes. Das erste Mal. Direkt gesagt. Guck mal, manchmal höre ich dir auch nicht zu. Ja, man ist halt manchmal mit seinen eigenen Sachen beschäftigt. dann würde ich tatsächlich Misty steppen nach oben in das Torhaus. Okay, ja. Wohin? Ja, darauf. Also 30 direkt Fuß, ne? Die maximale Reichweite würde ich nehmen. Okay, dann wärst du. Ja, da irgendwo. Hier. Also ja. Oberhalb der anderen. Und dann ja, wahrscheinlich 5 Fuß noch in Richtung Tür gehen. Mhm. Tür? Ja, also ich würde versuchen, da oben so ein bisschen um die Ecke zu lugen. Ich bin ja oben, ne? Da du bist oben, genau. Du kannst nicht? Hier, ja, du kannst hier rauf. Theoretisch, ja, aber so in die Richtung, aber nicht raus, sondern nur 5 Fuß noch in die Richtung. Dahin. Dass ich so rauslugen kann. Ja, genau. So es ist, da ist kein Dach. Nee. Es ist quasi nur eine Plattform, die genauso aussieht wie die auch. Du, sobald du da oben bist, siehst du alles. Ach so. Und jeder mich auch. Alles klar. Ja. Schön. Ja, dann kann ich da ja bleiben. Da das ein Spell war. Obwohl, ich könnte noch einen Cantrip machen, ne? Cantrip kannst du ja machen. Wenn das eine Bonus-Action ist. Nee, Misty Step ist eine Bonus-Action. Ach so, okay. Ja. Dann würde ich Toll the Dead auf das Vieh machen. Okay. Wurde das schon verletzt? Ha, schade. Egal. Welches Vieh? Ich muss aufpassen, dass ich keinen Concentration Spell mache. Aber ja. Toll the Dead, Cantrip. Gib mir einen Wisdom Saving Throw für das Vieh. Für das Vieh? Ja. Oh, 18. Ja, das ist geschafft. Passiert nichts. Obwohl die Saving Throws sind auch Modifier bei den. Sind nur die normalen, ja, Modifier. Gut. Ja. Also hat er geschafft, ja. Jo. Ja. Dann bleibe ich da und das war meine Runde. Gut. Dann ist Corrigan dran. Corrigan schießt mit Sharpshooter versteckt auf das Dämonenrentier. Ja, das ist okay. Hm. Hm. 18. Das trifft. Nice. Das ist gut. Den muss ich nochmal werfen, richtig? Weiß ich nicht. Ach, das
Candy. Der hält Candy 4 drauf. Ja, doch. Witzig. Sag schon. 16. Plus 10. 21, 31, 36. Okay. Der, ja. 36 Magical Piercing Damage. Okay. Bam. Der wird von deinem Pfeil getroffen, an einer scheinbar wirklich schmerzhaften Stelle, und dreht sich sehr wütend zu dir um. Ich nutze meine Bonus-Action, um mich zu verstecken. An der Stelle nicht? Nee, ich würde ein bisschen weiter rauslaufen, an die, bis zur Außenkante der Mauer ungefähr, ja, und mich da verstecken. Ja, okay. Zwölf. Oh, okay. Du. Okay. Ha. Ja, so. Das war dein Zug? Ich fürchte ja. Dann ist Sinister da dran. Firebolt direkt auf den Typen vor mir. Bolt. Ja, Bolt habe ich gar nicht. Ja, okay. Sorry. 20 und natürlich. Ja, das trifft. Mhm. Gib ihm. 18. Fire Damage. Der kann 18. Ach ja, das er ist schmilzt. Auch zweimal dann der. 2d10. Er schmilzt und es bleibt eine Pfütze auf dem Boden liegen von fettigen, schwabbeligen Dämonen. Schwabbel. Ja, das wird dann nicht reintreten. Okay. Bewegst du dich noch oder machst du noch was mit einer Bonus-Action? Ist da so ein Eck, dieses braune Eck? Kann man sich da irgendwie reinstellen, so ein bisschen verstärkt? Das hier? Das andere, das näher bei dir, yes? Das ist die Treppe, die hochgeht. Kann ich mich dann so in dem braunen Eck links, von dir aus gesehen, rechts von der Treppe so ein bisschen halb gedeckt hinstellen? Also du kannst bis dahin laufen, ja. Achso. Und du bist nicht mehr dann wahrscheinlich, also wenn du hinläufst, siehst du den nicht mehr. Das Viech schon. Okay. I'll take it. 30 hast du auch, ne? Yes. Wie viel sind das dann? 5? 30. Ja, das kommt hin. Gut. Ja. Also dann siehst du den nicht mehr, den aber schon, und den auch noch ungefähr. Weil die Treppe ja hochführt und... Ja. Okay, du, lovely, das war's. Er sieht dich aber auch noch. Ja, das ist ein wenig Grundend bewusst. Und ist jetzt auch dran. Und, er hat festgestellt, dass er bei Colgan nicht viel machen kann. Das hat funktioniert, das Verstecken. Und er läuft daraufhin in diese Richtung. Nicht? Und zwar bis hier und stellt fest, dass Sinister dann ist. Und er bis zu Sinister rankommt. Und den dann leider angreift. Mhm. So, Gore-Attack. Bosse, erklär doch mal, was Gore-Attack ist. Gore heißt, du wirst von den vielen Enden des Geweihs aufgepiekst. Ein 13. Trifft nicht. Tut auch weh. Okay, das macht er mit der einen. Und dann versucht er es nochmal. Mit einer 6. Wow! Du trägst rot, das ist ein Tuch, hast du da. Yes. Bosse kann viel zu dem Thema sagen. Dann sind die Schwabbelboys dran. Und laufen so in Richtung. Ist ja ein Quatsch, ne, glaube ich. Der Farbe ist doch ein Quatsch, dachte ich nur, dass die Bewegung ist bei dem Tuch. Keine Ahnung. Also, in Richtung Umi und Sinister. Und dann ist Umi dran. Wupp, wupp. Bekomme ich nochmal ein Positionsfoto? Weil von hier aus sind das halt wirklich nur Flecken. Du, 10 Fuß von dir entfernt ist das große Vieh, was gerade Sinister auf der Treppe angegriffen hat. Und dahinter siehst du 2 Schwabbelboys auf euch zukommen. So war noch ein Stückchen weiter weg. Okay, alle Leute, auf die ich vorher Fairy Fire hatte, sind jetzt weg, ne? Jo. Keine Sorge, der kommt schon mal wieder. Oh, bis dahin müsste Fairy Fire. Ja, die Frage, bis dahin wirkt Fairy Fire aber leider auch nicht mehr. Mhm. Aber das ist jetzt trotzdem. Lassen wir jetzt erstmal noch kurz. Umi würde halt sofort auf das Rehdämonen hier stinken, wie auch immer, zustürmen und mit dem Rapier einfach zweimal zuhauen. Okay.
Das ist eine 24. Das trifft. Hoffe ich doch. Und willst du erst den Damage oder zweite Attacke? Gib mir die zweite Attacke ruhig mit. Und die zweite ist eine künstliche 20. Ja, dann gib mir mal den gesamten Schaden. Okay. Elf. Okay. Ja. Und was hast du angegriffen, Umi? Dämonen hier, ah, okay. Boy, mit meinem Rapier. Sorry, ich hab sie noch nicht bewegt. Ich war nur irritiert. Was im Moment irritiert? Ich hatte dich noch nicht bewegt, alles gut. Ach so. Machst du noch was mit deiner Bonus-Action? Ich würde gerne jemandem Bardic Inspiration zuschrufen, aber ich sehe Corrigan ja nicht. Corrigan siehst du nicht, du weißt, dass Ren hinter dir ist. Also wenn du dich umdrehen würdest, dann könntest du dem was zurufen. Oben, oberhalb. Ja, aber hat Ren seine noch nicht benutzt? Nee, ich hab die noch. Ja, siehst du, dann kann ich. Ich glaube, ich kann keine Doppel verteilen, oder? Sinister siehst du auch, theoretisch. Der hat eben auch eine gekriegt. Dann? Dann geht wohl nix. Dann zuckt Umi mit den Schultern und sagt so, ihr seid inspiriert. Nein. Sie steht da defensiv vor diesem Dämonenviech und wartet darauf, selbst einen Getasch zu kriegen. Das nimmt sie Kauf. Okay. Dann ist wieder Ren dran. Ich würde diesmal Toll the Dead wieder auf den Hirsch casten. Wisdom Sin. Okay. Natural 20. Das ist ein Fail oder Nothing Spell. Das ist halt so. Frustriert, aber normalerweise kommt der ja durch. Also ich habe nur die da hingelegt. Nee, ich weiß, alles gut. Okay. Okay, hast du noch eine Bonus-Action? Nee, das ist das Problem. Ich habe fast nichts mit Bonus-Action. Nee. Gut. Bleib gut, ne? Dann gehe ich in die Richtung. Da, wenn der nämlich die Treppe hochkommen muss, dann gehe ich da. 25, ja. Ja, es ist irgendwie so schräg. Ich würde sagen, dass du bis hierhin kommst. Von dem Boss hat das so komisch gedruckt. Ja. Entschuldigung, die Mauer ist halt nicht im 90-Grad-Winkel. Okay. Ja, deswegen würde ich dich bis dahin kommen lassen. Und dann ist... Corrigan dran. Corrigan dran, ja. Corrigan macht dasselbe wie im letzten Zug. Who could have guessed this? Ja. Dann gib mir mal deinen Angriff. Certainly. Ich bin ja nicht so gut... Okay. Was hattest du? Du hattest eine... Eine 12 nur. Oh, eine 12. Der müsste einen Perception-Check machen, um zu gucken. Hat er gemacht. Du hast gewartet. Oh, nice. Da hat er beschlecht. Dann mache ich das wieder mit Sharpshooter. Oh, Mist. Hätte ich mal nicht mit Sharpshooter machen sollen. Das wäre eine 18 gewesen. Ja. Nee, eine 17 gewesen, aber es ist dann nur eine 12. Das trifft nicht. Shit. Schade. Und ich habe keine Bardic Inspiration, die ich da drauf hauen kann. Dann lauf nicht so weit weg. Machst du noch was? Bewegung, Bonus-Action. Ja, da stehe ich überall so offen, das ist auch Mist. Ich würde da Richtung Dach zurück, wo ich vorhin schon war, und ein bisschen weiter. Aufs Dach? Nee, einen Schritt nur zu dir noch, ja, und mich da nochmal verstecken. Ja. Oh. 27. Jo, geht klar. Dann ist Sinister dran. Helft mir ganz kurz, wann kann ich nochmal, angenommen ich würde jetzt einen Angriff machen und möchte da mit der Bardic Inspiration nachhelfen, wann muss ich das nochmal ansagen? Sorry, ich konnte es gerade nicht schreiben. Das kannst du nach dem Würfeln ansagen. Jo. Vor oder nach dem Würfeln, wie du möchtest. Aber nicht nach der Verkündung, ob das klappt. Trifft. Quasi. Nee. Genau. Okay, coolio. Das möchte ich mir offen halten. Dann, nachdem ich ja mit dem Boy jetzt im Mini bin, würde ich versuchen, das Geweih zu greifen und Inflict Wounds auf zweiten Level zu casten. Okay. So. Was brauchst du? Du machst eine Spell Attack, ne? Und packst wahrscheinlich bei einer Bardic Inspiration drauf. ja, das war ein D6. Nee, D8. D8 ist das, D8? Oder? Ja, es sei denn, es hat sich bei Level 8 erhöht. I don't know. Das muss Umi sagen.
Erfolg nicht, Erfolg erst bei 10. Okay. Okay. Also ein D8. Jo. Ha! Nice. So, das eins. 19. Das trifft. Nice. Mhm. Das ist, dann gib mir mal deinen Schaden. Sweet. Do it. Do it now. Ich würfel den Ball. Ja, und was würfelst du? Nein. Ja, immer. Da kann man nur eine 1. Sind leider nur 14 Necrotic Damage. Okay. Das ist eine 2. Der sieht schon ziemlich, ziemlich hinüber aus. Dafür, dass das ein riesen, fetter Hirschdämon ist, der hat schon ein bisschen was abgekriegt. So ist das nicht. Mhm. Er ist aber auch sichtlich genervt. Hat das Sinister geschafft, mit dem ans Geweih greifen? Weil ich muss ja mit Touch. Ach so. Ja, der steht vor dir. Der hat dir das Ding ja irgendwie so... in die Eugen gerammt. Was? Nee? Ist okay. Wenn er dann immer noch nicht umfällt und er angepisst aussieht, sieht Sinister angepisst aus und ich warte jetzt seit, das ist die dritte Folge, ne? Seit Anfang an diesen Satz zu sagen, in der Bonus-Action, I would like to rage. Yes. Ja, ihr Lieben, ich habe die zwei extra für das beschisseste, dümmste Multiclassing rausgehauen, das man sich ausdenken kann. Ja, go for it. Yes. Sorcerer, Cleric, Barbarian, Ranger. Yes. Why not? Aber meine Charakterkonzepte sind verrückt, ja, ja. Ja, das hier ist ja auch ein Traum, du willst es in echt machen. Hallo? Go for it. Ich bin kein Anwalt. Ja. Dann bin ich jetzt am Ragen, I guess. Ja. Ja. Gut, dann bist du das. Aber dann ist deine Ding da schon durch. Dann, ja, damit bin ich fertig. Bewegen tust du dich wahrscheinlich nicht mehr. Nicht wirklich, weil ich da dann eine Attacke riskieren würde. Okay. Dann ist der Morwut dran. Bitte was? Der Morwut. So heißt der nämlich. Ja. Danke. Und er greift zunächst einmal mit seinem Geweih natürlich Sinister an, der wunderbar vor ihm steht. Und, man könnte glatt sagen, er hat jetzt more Wut. Ja. Das ist eine 15. Nö. Ich würfel echt schlecht mit deinen blöden Würfeln. Ja, gut, dann kriegt er dich nicht. Mit deinen Würfeln. Aber, ja, danke. Es liegt also eindeutig an dir und an mir und nicht. Hm? Ja. Gut. Und dann steht da ja Umi noch und hat ihn irgendwie von hinten so gepiekst und er versucht dir voll in die Fresse zu treten. Mit einer 21. Ja, das trifft. Okay. Mitten ins Gesicht. Das sind 9 Bludgeoning Damage. Und damit kann ich leben. Ich brauche einen Strength Saving Throw von dir. Okay. Du wirst weggetreten. Es ist Weihnachten. Was ist das? 5. Der ist leider gefailed. Ja, das heißt, du wirst 10 Fuß weggeschleudert und bist prone. Du hörst dich auch echt traurig an, Ria. Das muss man sagen. Eindeutig. Wieso? Du freust dich auch gar nicht, dass das klappt. Wieso? Nee, cool. Ich freue mich auch immer, wenn das klappt. Ich würde mich auch freuen. Hey, ganz ehrlich, ich bin so froh, dass ich den noch dazu kriege, zu treten. Ist doch super. Ist voll geil. Ja. Hat jemand mitgezählt, wie lange Banishment noch gilt? Zuerst. Ria zählt bestimmt fleißig mit. Ria zählt bestimmt fleißig mit. Das ist jetzt die... Ich glaube, das ist die dritte Runde. Ja, das war dann der hier und dann kommen die Schwabbelboys. Die Schwabbelboys laufen in Richtung Umi, weil das die einzige ist, die sie für erreichbar halten. Und der eine schafft es halt leider auch. Und doch so über Eck geht, ne? Ja. Greif Umi noch an. Die dürfen auch über Eck schlagen. Habe ich jetzt Advantage, weil sie am Boden liegt? Ja, ne? Oder so? Für Bosse? Schachspiel. Ja. Wie bitte? Wenn sie am Boden liegt. Hast du Advantage? Habe ich Advantage, ja. Das ist ein Scheiß. Natural 20. Ah, ist ja cool. Kann man Akku austauschen. Ja.
Der liegt bei mir. Ich muss viele Dinge gleichzeitig. Alles gut. Nee, ich hatte den wieder raus. Ich hatte den tatsächlich wieder raus. Alles gut. Ist leider eine Natural 20, tut mir leid. Solange es keine Natural 20 an Schaden ist, kann ich das verkraften. 13 Slashing Damage. Tschüss. Ja, der war sauer, dass er einfach die ganzen Male davor nichts machen konnte. Die sind aber auch nutzlos. Ich hatte den. Sag mal, krieg ich von Inspiring Leader Temporary Hitpoints oder nur ihr? Das weiß ich leider gar nicht. Ich check's kurz. Steht da nämlich nicht dabei. Die ist mega warm. Es steht nicht dabei auf deinem Character Sheet. Nee, auch, weder auf meinem Character Sheet noch in der Beschreibung auf dem Wiki. Ich lese es nochmal im Buch nach, dann kann ich es dir sagen. Gut, danke schön. In der Zwischenzeit ziehe ich einfach fleißig Punkte ab. Dann bist du tatsächlich auch dran. 13 Slashing war das? Jo. Junge, Junge, Junge. Choose up to 6 friendly creatures, which can include yourself. Oh. Ah, sweet, cool. Warum steht das nicht im Wiki? Ja, dann ist das alles sowieso verkraftbar. Man braucht das Wiki nicht, wenn man das... Warte mal, 3. Up to 3. Up to 6. Achso, habe ich 3 gesagt? Okay. Ja, ich glaube schon. Oder ich habe es falsch verstanden. Sind aber 6. Ich hatte 6 verstanden. Ja, okay. 6 friendly. Friendly, features. Vielleicht deswegen. Okay, dann bist du dran. Kann ich nochmal kurz ein Positionenbild bekommen? Ja. Damit ich weiß, also, wer gerade in meinem Mili steht. Du bist in Mili mit dem einen Schwabbelboy, der dich gerade angegriffen hat und gebissen. Und, nee, nicht, Entschuldigung, nicht gebissen, mit den Claws ins Gesicht gepratscht. Und etwa 10 Fuß von dir entfernt steht der böse Dämon-Hirsch und bearbeitet Sinister. Ja, okay, aber Sinister hat ihn ja im Griff. Literally. Ah. Ja, okay. Jetzt muss ich noch ein bisschen mehr ranschieben. Ja, ich wollte Ria fragen, ob sie ihn ranziehen kann. Das? Ja, entsprechend. Ja. Die stehen alle in Fairy Fire Position. Just saying. Wer ist in Fairy Fire Position? Ja. Alles, was noch steht gerade. Like this? Ja, genau. Okay. Ich wollte eigentlich nicht schon wieder Fairy Fire haben. Hm. Nee, ganz ehrlich, Schwabbelboy vor mir kriegt erstmal was mit dem Papier ab und dann kümmern wir uns um Fairy Fire. Okay. Ach nee, ich muss erst aufstehen, ne? Jo, halbes Movement. Ja gut, dann steht und dann kriegt er was mit dem Papier ab. Aufrecht. Okay. Okay, das sind eine 16 und eine 18. Ja, das trifft beides. Ich nehme mal an, dass das erste eine 16 ist. Ja. Gut, dann gib mir mal deinen Schaden dafür. Also ich gebe jetzt den Gesamtschaden, ist das okay? Nee. Nein. Also kannst du machen, aber ich gebe mir ruhig erstmal den ersten Schaden. Okay, der erste Schaden ist 8. Okay, dann spielst du ihn auf und... Er guckt dich ganz schön bedröppelt an, aber steht irgendwie, hängt noch so an deinem Rapier dran. Und dann kannst du gerne die zweite Attacke machen, die auch trifft. Und dann kannst du mir gerne den anderen Schaden geben. Bitte? Für die was? Den anderen Schaden für die zweite. Ja, der ist 4. Ja, dann gibst du ihm damit eindeutig den Todesstoß und er schwabbelt vor dir zusammen. Ich dachte mir nicht. Sehr gut. Hättest du einen Punkt mehr gehabt, dann hättest du ihn schon mit der ersten Attacke gekriegt. Deswegen habe ich gesagt, lieber gesondert. Dann hast du noch eine Bonus-Action und dein halbes Movement. Mein halbes Movement würde ich tatsächlich nutzen, mich Richtung Torhaus zu bewegen. Wenn das positionsmäßig gerade geht. Ja. Nicht Richtung Torhaus, sorry, sondern da, wo wir die ganzen Schreie hergehört haben. Das war dann in der Burg. Ja? Dann müsstest du in Mili... Entweder mit dem anderen Schwabbelboy oder mit dem Rentier-Dämon-Vieh. Aber wahrscheinlich eher beides. Oder beide, ja. Hm. Aber mindestens eins. Ach so, stimmt, da ist noch einer. Sorry, den habe ich nicht gesehen. Dann
Warte, kann ich mich so hinstellen, dass ich nur mit dem anderen Schwabbelboy Emily bin? Ja, kannst du machen. Dann 30 Fuß hast du, ne? Ja. Aber nur 15. Ja, das ist gerade mit diesen halben... Ach ja, nee, dann bleibe ich da erstmal da stehen. Beziehungsweise mach vielleicht irgendwie einen Schritt vor, dass ich da... Ja, also irgendwie einen Schritt zu sein. Ich habe das Gefühl, ich stehe noch im Torhaus. Dann würde ich da halt den Schritt raus machen, so. Aber nicht, dass du in Mili gehst mit dem... Genau, nicht, dass ich in Mili lande und dann war es das meinerseits, weil mehr kann ich gerade nicht... Ja, es ist jetzt gerade... Boss ist halt gerade schwierig wegen dem... Wie ich der erzählt. Also, ja, genau. Gut, dann... Also will ich das richtig spielen. Ich druck nur noch quadratische Bogen. Ist okay. Dann ist Ren dran. Told the dead auf den hier. Okay. Wisdom save. Keine Frage. Schon wieder. Drei Runden hintereinander. 17. Das hat er geschafft. Du hast doch noch einen Port hin. Hä? Ja, aber für das? Ja, weiß ich nicht, wenn das das Einzige ist, was du die ganze Zeit machst. Ja, aber das kann man viel besser verwenden, Potent, als für so... Ja. Wie du siehst, das andere Ding ist noch weg. nö, da kann ich nichts mehr machen, dann laufe ich nochmal in die Richtung. Okay. Auf der Mauer. Weiter in die. Mhm. Mit 25. Ja, da ungefähr. Bleiben. Also, vielleicht noch einen zurück wieder. Sorry. Alles gut. Ja. Gut. Ja. Das war Ren. Dann ist Corrigan dran. Corrigan schießt auf den Hirsch. Ja, okay. Und nutzt diesmal nicht Sharpshooter, weil sie sicher treffen. Mit Advantage. Ja. Das war gut, dass ich nicht Sharpshooter genommen habe. Dann ist es 19 zum Treffen. Das trifft. Nice. So. Das ist ja nicht so prickelnd. 17. Mhm. Piercing Damage. Dir und Kopf rechnen. Okay. Der hat ordentlich was abbekommen und dreht sich nach dir um. Okay, dann versteckt sich Corrigan wieder an einer anderen Stelle, so dass sie den noch sehen kann. We could have guessed this. I know. That's her thing. 19. Ich kenne inzwischen Corrigan, jetzt werde ich ganz gut. Ich okay. dachte, Leute, zu gut. Okay. Ja, Stealth und Fire Fantasy im Moment. Jan ist Sinister dran. Nochmal Inflict Wounds. Okay. Erst nutze ich meine Bonus-Action, um das Rage zu beenden, weil es saudumm ist, als Caster zu ragen. I kind of like this. Was macht die Rage nochmal dann dagegen? Tatsächlich war das jetzt insofern sinnvoll, hätte ich jetzt nochmal eine Attack von dem abbekommen, dann hätte ich halt eine Resistance gegen Bludgeoning, Piercing und Slashing Damage gehabt, weil ich im Melee geblieben bin. Aber man kann nicht casten, wenn man Rage. Oder nee, was? Du kannst keine Spells casten, wenn Rage. Ja, lol. Deswegen beende ich das jetzt wieder und hoffe, dass ich auch dieses Rentiervieh beenden kann. Aber kannst du dich nicht mit deiner Wut konzentrieren? Nein. Argue with the handbook, not the Melee. Fuck! Oh. Sorry, das war jetzt sehr laut. Es war einfach exakt wieder eine 6 wie vorhin, nur habe ich jetzt keine Bardic übrig, also 12. Er trifft nicht. Thought so. Yeah, well, fuck. Ja, disengagen kann ich jetzt nicht mehr. Dann, Könntest dich noch bewegen, aber dann riskierst du eine Attack. Eben. Nee, bis jetzt hat er nicht getroffen. Er wird niemals treffen. Gut, ja, dann kann ich auch stehen bleiben, wenn ich sonst die Attack of Opportunity riskiere, dann fuck it, dann bleib ich da stehen. Das versucht er jetzt. Allerdings dich zu treffen. Mit einer 18. Ja, das hast gerade geschafft. Das hast du gerade geschafft. Ah, er hat es gerade geschafft. Er hat es gerade geschafft, okay. Oh. Das sind dann 13 Piercing Damage. Ich habe hier noch 12 Temporary Hit Points wegen Umi stehen, die sind nicht mehr aktuell, oder? Doch. Ha! Die haben mir eben auch den Arsch gerettet. Ich habe noch einen davon übrig. Dank Boss ist es so weit. Ja. Okay. Hätte ich vergessen. Dann, das macht er. Und dann
macht er das gleiche nochmal. Mit seiner zweiten Attacke versucht er auch nochmal dich zu treffen. Das ist dann eine 15. Nope. Die trifft er nicht. Gut. Dann sind die Schwabbelboys dran. Und der eine Schwabbelboy ist dran und rennt zu Umi. Schwabbel. He's a lonely boy. Und greift Umi an. Lonely Schwabbelboy. Mit einer 6 versucht er mit seiner Klaue dich zu erwischen und verfehlt wahrscheinlich kunstvoll. Natürlich. Umi kann das so krass ausweichen. Der Schwabbelboy hat sie nicht mal gesehen. Täglich. Und dann ist Umi dran direkt. Der Wolski. Ah. Stehe ich mittlerweile tot? Ich sehe den gerade. Du stehst, der steht. Nee, der steht ungefähr. Da sind 5 Fuß dazwischen und direkt vor dir steht ein Schwabbelboy. Ja. Naja, dann wie auch immer, Schwabbelboy first. Der kriegt halt 2-mal AP ab. Das ist ganz klar, würde ich sagen. Okay. Das eine ist eine Natural 20. Das trifft. Consider ich getroffen? Ja, das trifft. Fantastik, und das zweite ist eine 4, das verfehlt doch, ne? Ja, das verfehlt. Rhea wartet nur auf den Schaden, dass sie sagen kann, ja, der ist tot. Mit einer Natural 20 ist es doch ehrlich gesagt sehr unwahrscheinlich, dass der nicht gleich tot ist. Ja. Bei einer was? Natural 20. Der wird wohl. Außer du würfelst jetzt Einsen. Gib mir mal deinen Schaden. Schaden ist gedoppelt, ne? Jo. Ja. Die Würfel sind gedoppelt. Es ist trotzdem nur ein. Also wenn es nur der Würfel gedoppelt ist, dann ist es jetzt 11 Schaden. Ach so. Ja, dann spießt du den auch noch auf. Du bist gut im Schwabbelboys wegspießen. Hm. Und da liegt ein weiterer Schwabbelboy in einer Pfütze auf dem Boden. Ach so, was gegen Dicke, wa? Unglaublich. Willst du noch was mit deiner Bonus-Action machen oder dich bewegen? Oder mit deiner zweiten Attacke. Hat sie schon. Die zweite Attacke hat ja nicht getroffen, die hat sich schon gewürfelt. Ach so. Ja, gut. Sorry. Ja, nee, hast du völlig recht. Ich kann ja jetzt. Ich habe ja jetzt endlich den Weg frei und kann zu diesem Burgtor laufen, oder? Ja, kannst du machen. Fantastik. Würde ich unterwegs Sinister on a Bardic Inspiration reindrücken. Hey! Ja, genau. Schnapp die Idee nicht! Und in der Zwischenzeit läuft sie halt einfach vorbei. Wow! Sind es da so. Bist du zerhackt von dem Ding? Das machst du super! Ja. Er hat eben noch geraged! Das sieht aus meiner Perspektive sieht das fantastisch aus. Okay, dann ist Ren dran. Try again! Was Ren jetzt nur? Was macht denn du? Ich will, dass das funktioniert. Ja, dann sag mal, was du machen willst. Oh Mann, ja, komm nochmal. Wisdom Safe. Wisdom Safe. Der kann nicht so weise sein. Das kann er aber nicht sein. Und natürliche 20. Ja, am Arsch. Boah, 4-mal hintereinander. Ich habe 4 Runden verschwendet. Das ist ein bisschen dumm. Vielleicht hat er auch einfach einen guten Wisdom Modifier schon mal drüber nachgedacht. Ich weiß. Nobody knows. Oder es sind die heiligen DM-Würfe von Bossen. Ja, das wohl eher. Auch das ist nicht möglich. Das ist bitter. Sorry. Machst du sonst sowas? Nee. Wow. Dann bleibe ich da aber erstmal stehen. Ich konzentriere mich weiter auf den wichtigen Banishment-Spell. Ist okay. Dann ist Corrigan dran. Okay. Es ist jetzt Runde 7. Oh. Ja? Du hast Advantage. Okay, dann schieße ich auf den Elf. Zumindest gegen den Elf hast du Advantage. Was anderes. Ich weiß nicht, wie das gegen Umi oder Sinister wäre, wenn du jetzt. Keine Denk zwischen. Ja. Sind es nur 27 zum Treffen. Ja, das trifft. Nur. Wieso schwöre ich eigentlich immer wieder zurück? Das ist voll dumm. Ja. Dieser Ball, der ist scheiße, der dotzt die ganzen Würfel, die ganze Zeit gegen. Leider nicht meine Bombe. 12, 13, 15. 15 Magical Piercing Damage. Okay, du triffst ihn am Kopf und er sieht echt übel aus. Also noch schlimmer als normal. Also, er hängt da quasi noch. So, okay. Ich habe ernsthaft zu fragen, wie viele HP diese Dinger haben.
Viele wahrscheinlich. Hey, stell dir mal vor, da wären zwei auf einmal. Du bewegst dich dahin und versteckst dich und gib mir einfach deinen Stealth-Check. Ja, gut, Dominik. Jetzt weißt du, wie das ist. Ja. Oh, wow. Natural 20. Nice. Okay. Nein, muss ich eigentlich nicht gegenwürfeln. Dann ist Sinister dran. Inflict Wounds. Yes. Gib ihm. 23. Das trifft. Bringst du zu Ende. Ja, bringst du zu Ende. I'd say. 12. Ja. How do you want to do this? Ich möchte ihn am Geweih greifen, den Kopf schief drehen und wenn ich sehe, dass Inflict Wounds wirkt, würde ich gerne noch einen Tritt hinterher setzen, damit er die Treppen sich von selbst hinunterbewegt. Ist okay. Du merkst, dass durch diese Kraft, die durch sein Geweih geht, alles in ihm sich dagegen krümmt. Er sich wehrt gegen diese Schmerzen und er nach hinten wegkippt, wenn du ihm den Tritt gibst. Und unter der Treppe liegen bleibt. Und damit sind wir aus der Initiative raus. Das Stück Geweih übrig bleibt. Blöde Pullover. Party Inspiration für alle. Das ist meine Fantasy Party Musik. Wie du sagst aus der Initiative. Ja. Ja. Mhm. Okay. Ja, wenn wir aus der Initiative jetzt raus sind, dann würde Umi sofort in die Burg reinlaufen, wo die Schreie herkommen. Du hast das Gefühl, da ist nichts mehr. Ich weiß. Auf das du dich konzentrieren musst. Ja. Oh. Hm. Aber bei dem, bei dem Spell nach einer Minute ist der normalerweise sowieso, der kommt nicht wieder, wenn ich nicht unterbrochen werde. Ja. Wenn er von einer anderen Ebene kommt, ja. Kommt er nicht zurück. Das wusste sie wohl. Ja, damit seid ihr aus der Initiative raus und Umi reißt die Tür auf und sieht ganz viele Menschen, die zusammengefercht da stehen. Und total erfreut in deine Richtung schauen. Und viele davon dich erkennen. Und damit wacht ihr in der Zelle auf. Das? Wer war das? Wer war da? Was? Die Dorfbewohner, aber was? Die wurden von zwei Elchen bewacht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Bewacht? Was meinst du mit bewacht? Hä? Naja, ich meine, die Elche kamen irgendwo her und... Die kamen doch aus der Burg rausgelaufen. So, das heißt, die Dorfbewohner wurden von Elchen bewacht und bedroht. Like, was? Und wir haben deren Freunde getötet. Was? Die Elche, waren die mit denen dann befreundet oder was? Das, nein, keine Ahnung. Es waren die Dorfbewohner in der Burg. Ich meine, ist es jetzt vorbei? Das waren drei Geister, oder? Ich habe nichts gelernt aus der ganzen Sache. Ich auch nicht. Ich habe viele Gelegenheiten verpasst, diese Situation gut auszunutzen. Ihr schaut an euch runter. Ja. Das Gefühl, ihr seid aus einem Traum aufgewacht. Auch wirklich aufgewacht. Hm. Und euch geht es aber nicht so gut wie vorher. Hm. Nein. So, aber ihr habt trotzdem das Gefühl, dass ihr die gleichen Mächte habt, die ihr vorher hattet. Okay. Was heißt das genau? Du hast ein Traumlevel ab, aber du kriegst deinen Spellslot nicht zurück. Ach so. Du behältst dein Level 8. Ja, gut, dass ich dein Haus gehalten habe. Aber ihr behaltet vor allem auch eure Hitpoints, wie sie jetzt gewesen sind. Cool, das heißt, wir behalten auch die Temporary Hitpoints. Wie lange halten die? 24 Stunden. Ja, also dann bis ja. Bis zur nächsten ja, Long Rest. Dann ja. Den einen, den ich noch habe. Ah, ja. Check. Und damit seid ihr wieder im... In der Zelle. Steht der Weihnachtsbaum noch da? Ja. Sind die Kerzen noch auf? Ja. Sinister steht wortlos auf. Und geht zu diesem Weihnachtsbaum. Und fängt an, auf diesen Baum einzutreten. Hey! Was hat der Baum dir denn getan? Er reagiert nicht und macht weiter. Corrigan tritt an Sinister heran. Sinister. Er fängt jetzt an, neben den Tritten auch noch einzelne Äste rauszunehmen und über seinen Knien zu zerbrechen und wieder auf den Rest zu werfen und dann nochmal dagegen zu treten. Haben wir, wenn du sagst, wir behalten den Status, haben wir unser Equipment auch? Ja. Ihr habt euer Equipment.
Dann und eure Fruki. Hält Corrigan Sinister einen Dietrich vor die Nase, während sie sieht, wie er anfängt, den Baum zu zerfetzen, und sagt: Sinister, wollen wir uns nicht lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen? Und außerdem ist Weihnachten. Auf ihrer Ecke. Umi ruft aus ihrer Ecke: Zünd ihn an! Zünd ihn an! Wen? Mit dem Baum. Sinister holt darauf schon so aus, um einen Fireball da reinzuknallen, dann so. Vielleicht erst die Tür. Vielleicht können wir ja noch ein Ablenkungsfeuer gebrauchen, ha? Mhm. Dann würde sich Corrigan an der Tür zu schaffen machen. Ja, dann gib mir mal ein Sleight of Hand Check. Ach, die Kamera mal aufmachen. Ja, kann ich machen. 25. Ja, die lässt sich öffnen. Also du hast vorher eigentlich nur ein Dietrich gebrauchtes Schloss. Das ist eigentlich ein altbekanntes und mit 2-3 Handgriffen macht es klack und die Tür ist offen. Dann würde ich kurz eine Pinkelpause für eine Minute beantragen. Ja, okay. Let's just find out. Gut, wir sind wieder da. Ihr habt die Tür geöffnet. Welche Tür? Ah ja, die Tür. Die Zellentür. Ja. Corrigan hat gerade die Zellentür auf. Und dann stellt sich Corrigan an die Leiter und sagt: Nach euch. Vielen Dank. Und ich gehe durch. Dann stehst du im Gang. Ah. Und Umi hinter dir. Hört mal irgendwas aus der Wachstube oder? Gib mir mal einen Perception-Check. Er ist doch mal gewackelt, ne? Aber ich zu meinen Gunsten. Ausnahmsweise. Ja, 23. Du hörst nichts. Nichts? Nein. Man hört nichts von der Wachstube. Ist hier irgendwer? Die Tür mal versuchen. Ist ja direkt da, ne? Echt? Ist die Tür offen? Gehst du hin und versuchst sie zu öffnen? Ich gucke erstmal durch Schlüsselloch oder so. Die, wo ihr immer zur Wachstube durchgeführt wurdet. Durch Schlüsselloch. Wenn es eins gibt. Hat den Schlüssel? Ist das ein Schlüssel? Nee. Wir haben immer Schlüssel benutzt bisher. Es gibt einen Schlüssel, ja. Ja, gut. Dann gib mir mal einen Perception-Check mit Disadvantage. 15 und 18. Also 20. Du hast Dark Vision, richtig? Mhm. Du hast nur ein relativ eingeschränktes Sichtfeld durch das Schlüsselloch. Aber du siehst niemanden in dem Sichtfeld stehen. Mhm. Und du... Dir fällt auf, dass das Licht nicht an ist. Mhm. Vorher war, glaube ich, immer Licht an gewesen. Es gab so Feuerstellen. So Feuerstellen. Und das Kamin, ist und nicht der Fall diesmal. Das Licht ist da drinnen aus und ich höre auch nichts. Aber ich meine, wir haben unsere Ausrüstung. Vielleicht sollten wir einfach raus. Ja. Ja, gut. Die Chance kriegen wir kein zweites Mal, oder? So sieht's aus. Und dann ja, entgegengesetzte Richtung. Oder in die Tür, die nach draußen führt. Es gibt eine Tür, die nach draußen führt, genau, wo ihr am Anfang reingeführt, durchgeführt. Ja. Du versuchst dich zu öffnen? Ist aber die. Ja. Ist geschlossen, verschlossen. Die ist verschlossen. Ja, dann mache ich sie auf. Gut. 29. Ja, das öffnet sich. In die Tür und mache dann wieder allen Platz, dass sie durchgehen können. Okay. Was macht ihr? Ja, durchgehen. Durchgehen. Du gehst durch, du gehst auch durch. Umi zuerst, dann rennen und dann... Kommt Sinister auch, nachdem er ungefähr 20 Mal mit sich gehadert hat, ob er jetzt hier einfach alles in Brand setzen soll. Er entscheidet sich dann doch dagegen, dass sie lieber sneaky sind und folgt dann. Das war aber eine knappe Entscheidung. Ja. Du weißt nicht, wie knapp. Okay, dann geht ihr durch diese Tür und ihr hattet eigentlich einen Gang erwartet, der aber nicht da ist. Stattdessen ist irgendwie ein rötliches Schimmern da, was ihr schon mal, Gesundheit, schon mal gesehen habt. Und ihr befindet euch im Abgrund. Mit, nicht schon wieder. Ich dachte, wir sind aufgewacht. Wir sind aufgewacht, verdammt. Und scheinbar seid ihr bei genau der Plattform, bei dem ihr gegen den
Rittner gekämpft habt. Wenn, dann ist das ein Albtraum, Rumi. Was mit Corrigan? Ist die auch durch die Tür gekommen? Corrigan kommt durch die Tür, ja. Okay. Wir verschwinden also wieder, wenn wir da durchlaufen, theoretisch. Corrigan ist als letzte durch die Tür getreten. Ja, deswegen, was sieht sie denn, wenn die Leute durchgehen? Sie sieht die Leute verschwinden. Und dann geht sie hinterher. Ja. Hm. Ah! Nicht unbedingt eure beste Vorstellung, würde ich sagen. Aber es hat Spaß gemacht. Und ich denke, nachdem ich meine Nachrichten so subtil gestreut habe, ist es Zeit, das Ganze jetzt zu beenden, oder? Erkenne ich die Stimme? Ist es Corrigan oder ist es... Es ist Corrigans Stimme. Ja. Aber es ist ein anderer Tonfall. Weiß ich, wer das sein könnte. Gib mir mal einen Intelligence-Check. 16 plus eine 21. Du denkst, der Tonfall klingt sehr ähnlich zur Fallen Nacht. Ha! Und ich springe so ein Stück weg von ihm. Wo ist Corrigan? Was hast du mit ihr gemacht? Oh, Corrigan war die ganze Zeit schon nicht mehr bei euch. Corrigan habt ihr schon in der Arena verloren. Die Liebe. Was? Corrigan. In der Arena? Oh nein. Aber ich denke, ich habe mir jetzt lange genug mit euch Zeit gelassen, oder? Hä, wer bist du überhaupt? Ja, stimmt. Erkennt Umi die? Die Umi hat keinen blassen Schimmer. Ja, ich weiß nicht. Es ist dein Spielercharakter, Bosse. Verzeihung. Und mit diesen Worten seht ihr, wie Corrigans Form verschwimmt. Das Gesicht anfängt sich zu verändern, aus Corrigans edlem Antlitz nicht direkt eine Fratze wird, sondern sich einfach nur der Mund etwas verbreitert, die Nase etwas kleiner wird, die Augen ihre Farbe verlieren und zu einem bläulichen Grau werden. Die Haare eben noch flammend rot jetzt länger werden und fast bis zum Boden reichen und in so ein gräuliches Blau übergehen und die ganze Gestalt zu wachsen scheint. Bis sie etwa 10 Fuß groß vor euch steht und sich das Ganze immer weiter... Heißt das, du hast eine Mini für die? Who knows? Die will ich sehen. Ihr seid schon weiter rein, glaube ich, oder? Ich bin noch am Ende. Umi war vorgegangen, oder Ren? Ich war Zweiter. Oh damn. The fuck? Holy shit. Ich wäre wahrscheinlich ganz hinten hinter den allen, sodass ich. Bisschen näher? Ja, die letzte, die durch die Tür gekommen ist. Wo meinst du? Ja, so dass die halt vor mir sind, denke ich. Jetzt lauft, sucht euch eure Position und dann fangen wir an zu spielen. Ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Ich bin diejenige, die dir ein paar Visionen geschickt hat. Ich bin diejenige, die dafür gesorgt hat, dass du dich gequält hast. Dass du dir selbst in den Arm geschnitten hast und dich davon überzeugen musstest, dass diese Verletzung echt ist. Ich bin diejenige, die dafür gesorgt hat, dass du deiner Familie nicht mehr vertrauen kannst. Also los, lauf. Hat sie, was trägt sie für eine Kleidung? Du siehst an ihr herunter und siehst ein wabernes Kleid, das permanent die Form und die Farbe zu verändern scheint. Es ist mal reflektierend wie von Spiegelscherben und mal ist es, scheint es fast ein Kettenhemd zu sein und im nächsten Moment ist es eine lange dunkle Robe. Es verändert sich permanent, ebenso wie ihre Hautfarbe, ihre Haarfarbe, die Länge der Haare, die Augenfarbe und die Gesichtszüge. Alright. Oh shit. Damit,
Umi verzerrt sofort wutentbrannt das Gesicht und castet es in den Whisper auf Level 4. Okay, damit würfeln wir alle Initiative. Ja. Nur eine 9. Eine 9? Hm. Jemand über 25. Wow. Oder über. Nein, jemand über 20. Darf ich auch würfeln? Ja, 23. Ja, klar, darfst du. Du hast was? Die fahle Bitch. 23. 23, okay. Ich kann jetzt nicht mehr Corrigans Würfel nehmen. Ich nehme jetzt Bobas Würfel. Boba, du würfelst für die Falle nach. Nein, tu es nicht, Boba, tu es nicht. Nein, Boba, was tust du? 25. Okay. Ja. 15 bis 20. 10 bis 15. Wow. 5 bis 10. Achso, ja, 9. 6. Okay. Das ist ja wunderschön. So. Und damit darf aber Umi, würde ich sagen, noch ihren auslösenden Angriff machen mit Dissonant Whispers. Level 4. Dissonant Whispers Level 4. Ne, ich krieg ein Wisdom Save von der Fallen Nacht. Mhm. Die Falle Nacht hat auch noch den Temporary Hit Points, ne? Sorry. Ganz ehrlich, es ist doch offensichtlich, dass das nicht Corrigan war, so wie sie sich genommen hat. Das hätte doch jeder merken. Wir haben doch sogar extra abstimmen lassen, dass ich ein NPC spiele. Es haben doch alle abgestimmt, es ist ein NPC, das hättet ihr euch echt denken können. Boss, das spielt halt ein NPC. Was kriegst du von mir? Ich krieg ein Wisdom Save von dir. Okay. Das macht euch Spaß, wa? Ja. Oh. Das macht euch richtig Spaß. Es ist Weihnachten, nicht der 1. April, ihr Monster. Hey, komm, wir haben die Leute abstimmen lassen. Das war... Ich find's gut. Ihr habt mich mehr so geplot-twistet als Inception, verdammt. Willkommen in meinem Gehirn. das ist ein Natural One auf den Save. Oh. Das heißt, es ist eine 15. Willst du mich verarschen? Die hat plus 15 Wisdom. 14. Ihr werdet alle sterben. Habe ich das schon erwähnt? Ja, sie würfelt gegen 15 tatsächlich. Dann hat sie es gerade geschafft. Scheiße. Ich weiß nicht, wer damit siegt. Ja, sie. Sie hat es gerade geschafft damit. Wow. Verfickte Scheiße. Ja, dann war denn ja nicht zu schaffen. Dann brauchen wir gar keine. Brauche ich gar keine Wisdom Self-Dings. Sie kriegt trotzdem halben Schaden. Das sind immer noch 3d6. Was ist denn das für Schaden? Nee, Quatsch, 6d6 ist Schaden und da, sie kriegt den halben Schaden, richtig? Du würfelst 6d6 und halbierst das dann. So rum, ne? Also nicht, dass ich nur die Hälfte der Sachen würfle, sondern... Ja, ja, genau, du würfelst trotzdem voll und dann... Jack, alles in Ordnung? Er bringt mir auch meinen Portent nichts. Das sind 14 Schaden. Was ist denn das für ein Damage-Type? Psychic. Der ist immun gegen. Wow. Verfickte Scheiße. Immun. Hast du die ultimative Antibaden-Waffe rausgeholt? Die lebt halt davon, mit Mainz zu fucken. Deswegen ist die immun gegen Psychic. Ich könnte auf tot. Well, I feel violated. Dann fängt die fahle Nacht an. Okay. Und wir sind tot. Vorbei! Nee, die fahle Nacht hat auch Spaß. Ach, ganz so schnell geht's dann auch nicht. Nee. Oh, das ist außerdem wollt ihr ja aufwachen, final. Ich muss mich so sehr zurückhalten, nicht nach rechts zu gucken. Auf die Stats? Ja. Ach, das hilft dir auch nicht weiter. So, ich bosse den Dings drüber nehmen. Shit. Ich will die ja nicht sehen für die Heldkarte auch nicht. Die hat er neu geschrieben. Achso, neu? Also ein bisschen schwächer gemacht wahrscheinlich. Schwächer. Ja, die Falle Nacht möchte ein bisschen Spaß haben und castet deswegen Scatter auf euch drei. Dann kriegt sie von euch dreien jeweils einen Wisdom Save. Gegen Magic, ne? Und genau, du hast Advantage. Bringt mir nichts, wenn ich 3 oder 5 würfle. Ne, dann nicht. Wow, das ist das erste Mal, dass das so kritisch. Natural 20, suck it! Nice. Dann hab ich 10. Weniger. Jenny? Hm? Auf wie viel kommst du insgesamt? Natural 20. Auf wie viel kommst du dabei? Jetzt sind
18. Okay. Nach minus 2. Dann werdet ihr alle in einen Punkt 120 Fuß von mir gestellt, den ich mir aussuchen kann. Ich hätte gerne Umi hier vorne. Wo? Da, näher bei dir dran? Beim äußersten zu mir. Genau da. In die Lava? Nee, einen weiter noch. Genau. Ren hätte ich gerne da hinten in der Mitte. Ah, toll. Obwohl, noch ein bisschen weiter. Hier? Und Sinister können wir da neben den Schwabbelboy hinten stellen. Ja. Noch auf die andere Seite von dem. Ja, dahin. Wurde Umi in die Lava geschleudert? Nee, das ist gerade noch auf dem Boden. Also. Ich muss euch auf den Boden teleportieren. das war mein... Kannst du noch was? Nein, das war meine Action. Jetzt kommt die Bonus-Action und das Movement. Ich bin gespannt. Die hat keine Bonus-Actions. Dann bist du durch. Hat keine? Wie ich? Nee, aber sie benutzt noch ihre... Nee, das hätte sie vorher machen müssen. Ist egal. Dann bewegt sie sich noch 40 Fuß. Why not? Ja, 20, auf die Treppe. Es ist fittisch. Und ist so, come okay. at me, bro. Okay, dann ist Umi dran. Du bist da hinten gelandet. Habt ihr ein Foto geschickt? Ja. Cool. Oh, ich hab ein Foto. Und stehst irgendwie am Arsch der Welt. Achso, weil du Achso, die hast du. Die hast heute, ist nicht. Ehrlich. Jemand hat Catapult auf Umi gecastet. Heilige Scheiße. Geht's? Ja, klarer Fall von Umi castet sofort Fairy Fire. Mhm. Kriegst du einen Dex-Safe. Achso, ja, da stehen noch Schwabbelboys rum. Die schwabbeln da vor sich hin. Dex ist bestimmt richtig schlecht. Dex kann sie gar nicht. Gar nicht kann sie. Nee, ich sollte aber schon mit einem D20 werfen, nicht mit einem D12. Achso, sorry, sie hat Magic Resistance, das heißt, sie hat Advantage auf den Safe. Sie ist wie ich. Ja, sie ist wie du. Oh, das ist ein Doppel-Sieg. Und viel stärker. Aber auf welchem Level sollen wir sie canonically fertig machen? Level 20? Ja. Ja. Ja, interessant. Das sind. Das ist 24 auf den Safe. Ja, geschafft! Okay. Ja, Fairy Fire ist damit weg. Damit ist irgendwer gerade. Also, Umi würde halt natürlich auch ein bisschen in die Richtung gehen. Sie kann Sinister aber wahrscheinlich hinter dem Schwabbelboy noch nicht sehen, richtig? Nee, Sinister wahrscheinlich nicht. Und Ren ist nicht in meiner Reichweite, verdammt. Hängt davon ab, wie weit ist die Reichweite und wie viel Movement hast du? Ich müsste ja volles Movement haben, wenn das Katapult jetzt da nicht irgendwie einschränkt. Ja, nee, alles gut, das ist Willst du weg. Hinlaufen? Nee, ich will halt nicht zu nah an die fahle Nacht, weil ich meine, so blöd ist Umi dann ja doch nicht. Naja, die kann auch casten. Ich will halt einfach nur meine Bardic Inspiration genug rankriegen. Und Bardic Inspiration hat 60 Fuß. Ist Ren noch in Reichweite? Das kann ich von hier aus echt nicht sehen. 60? Von da aus, wo du jetzt bist, nicht. Du würdest es allerdings mit deinen 15... Du würdest es genau in die Reichweite schaffen. Moment, ich hatte ja noch Bardic Inspiration. Mit 30 oder mit wie viel? Du hattest noch. Ich hatte noch Bardic Inspiration vom vorherigen Kampf. Wie lange hält die? Bis 10 Minuten. Achso, der hält nur 10 Minuten. Mhm. Na dann. Also du könntest bis zur Treppe laufen und von da würde das reichen mit der Entfernung. Glaube ich. Das wären es... 15 sind das immer jeweils. Also 5 und dann... Mhm. Nee, und dann 10. Dann würde es genau nicht reichen. Ne? Dann mache ich nur so 15 Fuß Richtung Treppe, und, damit ich halt ein bisschen von der Lava wegkomme. Und ansonsten lasse ich das dann aber und heb mir die letzte Bardic für später auf. Okay. Gott sei Dank hat Corrigan keine Bardic von mir. Tja. Wäre jetzt auch eh verfallen schon. Dann. Ja, stimmt. Machst du noch irgendwas? Würde die Falle Nacht am Ende von Umis Zug gerne eine Legendary Action benutzen. Okay. Scheiße. Und Lightning Lure auf Ren casten. Lightning was? Lightning Lure. Darfst du die einfach so zwischendurch machen? Die darf ich immer am Ende von jemand anderes Zug machen. Und was machst du? Ich caste Lightning Lure. Du gibst mir bitte einen Strength Saving Throw. Also die Idee ist jetzt, dass wir von der fahlen Nacht alle platt gemacht werden, so schön antiklimatisch. Stimmt's oder habe ich recht? Nein, das wird auf keinen Fall passieren. Nein, Quatsch. Okay,
Hast du noch ein Fenster dabei? 11. Dann ist der gefailed. Ach. Dann kriegst du... Na, wie oft brauchst du 14, 19... Oh. 27 Lightning Damage. Bam. Und wirst 10 Fuß zu mir hingezogen. Ach, geht um. Nee, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Das stimmt überhaupt nicht, die Range ist viel zu lang. Das heißt, vergiss das Ganze. So. Dann ist Umi fertig und die Schwabbelboys sind dran, die echt verwirrt sind, dass da plötzlich so viele auftauchen und schwabbeln jetzt in deren Richtung. Und der eine zu. Sag mal, haben die Schwabbelboys eigentlich auch alle Fairy Fire verschissen eben? Hast du die auf die gecastet? Ich hab's ja auf die zentralen mit Dingen, aber der eine steht doch ziemlich nah dran, oder ist das 20? Ja, für den einen müsstest du vielleicht würfeln. Wie viel Range ist das denn drumherum? 20 Fuß. Ja. Was kriegen die? Ein Decksave. Joa, der leuchtet. Das ist gut. Ich nehme, was ich kriegen kann. Okay, der Fairy Fire Schwabbelboy greift einmal Sinister an. Mit einer. Ich will jetzt aber nicht, dass die das erledigen. Sinister an mit einer. Vielleicht hau ich die einfach alle weg. In einer 18. Ja, trifft. Das trifft gerade so, ne? Yes. Das sind 6 Slashing Damage. So. Ja. Dann greifen die beiden Schwabbelboys da vorne Ren an. Einmal mit einer 16. Shield. Dann hast du, dann trifft das nicht. Gut. Und das andere ist eine 15. Also. Das ist dann egal. Das ist nicht weggeschielt. Dann ist Ren dran. Ren sieht richtig angepisst aus und er macht so ganz anime-mäßig seine Hände so zusammen, schlägt sie auf den Boden und würde Seven Greater Demon aktivieren. Mach das! Ein Balgura beschwören. Bei Seven Greater Demon musst du, glaube ich, random auswürfeln, welchen du beschwörst. Also nicht, nee, das nicht. Bei dem nicht, oder? Bei den Feyland Creatures, glaube ich, ist das. Hier steht. Summoning one demon. You choose demon. The demon's type. Ah, you choose, okay. Yeah, challenge gut. Rating 5 or lower. Such as a shadow demon or a Balgura. Gut, und welchen du bist bei Gura? Ja. Yeah. Gut, wo soll er denn landen? Bei den Trouble Boys, die soll der gleich wegkloppen, wenn ich dann da bin. Hinter mir quasi. Ja. Hinter mir, andere Seite. Da. Nice. Okay. Hey, sag mir mal deinen Namen, deinen echten Namen. Danke. Okay, ich. Hast du für den eine Inni? Ihr könnt. Ja, ne? Die würfel ich mal. Natural 20. Warte, ich muss mal sein. Hast du den Bogen ausgedruckt zu der Gemeinde? Ria hat die Balgora Stats. Ja. Danke. Falls du den nicht auch machst. Dann. Ja, Natural 20. Ja, dann hat er eine Inni von plus dein Dex, ne? 22. Ich würde dem ehrlicherweise direkt einen Angriff geben mit der Natural 20. Ja. Ja, von mir aus gerne, danke. Das ist nett. Dann würde er die beiden Trouble Boys einmal angreifen. Ist den einen auf meiner linken von mir aus. Dafür bekommt er aber sozusagen hier in die Initiative rein. Genau. Die macht der Reckless. Ja. Das ist der Vorteil auf seinen Angriff. Erste ist eine 21. Das trifft. Ja, wie gedacht. Der macht dann 9 Piercing Damage. Schwabbel. Dann würde er sich dem nächsten. Zerreißt den quasi. Den anderen zuwenden. Ach, gut machst du das! Wow. Und dann mit seiner Faust einmal auf den nächsten einprügeln auf Reckless, Natural 20.
So. Du würfelst aber gerade richtig gut. Mhm. 16 plus 5. Ja, der wird in den Boden gestampft und schwabbelt. In einer schwabbeligen Masse landet er. Dann würde er seine 30 Fuß benutzen, um zu dem nächsten Schwabbelwerfer zu gehen. Zu dem da? Ja, und seine dritte Attacke auf dem. Jo. Der ist so geil. Dann gib mir mal die Attacke, würde ich sagen. Okay. Auf Reckless. Das ist ja über 20. Jo. Nice. So, ich habe deine benutzt. Das wäre dann... Oh, das ist eine andere Attacke. Sorry. Das ist hier der hier. Das ist leider nur 6. Okay. Jo. Haut ihm eine ins Genick. Und er würde mir seinen echten wahren Namen zurufen. Auf jeden Fall. Der. Der Balgura. Der Balgura. Denkt ja, mal auf. Macht er das? Okay. Wie heißt er denn? Irgendwas weihnachtlich. Josef. Josef! Ich bin Balthasar. Komm. Ich bin Balthasar. Kann der sprechen? Der kann Infernal. Das verstehe ich. Und nee, Abyssal. Und Telepathy. Der wird mir das über Telepathy. Und kann er das sprechen? Echt? Sicher? Ja, nee, Telepathy ist doch, dass man das immer versteht, oder nicht? Das nee, soweit Telepathy ich heißt nur, dass du es hören kannst, auch wenn du auch wenn er nicht den Mund aufmacht. Das google mal bitte genau. Das würde mich interessieren. Also ich meine, wenn du sagst, sag mir deinen wahren Namen und er sagt ein Wort, ja, dann verstehst du das, egal in welcher Sprache das ist wahrscheinlich. Ja, das ne? macht schon Sinn. Ja, auf jeden aber Fall. Er kann reden, das können die manchmal nämlich nicht. Nee, der kann reden, ja. Okay. Der kann auch zaubern. Also. Balgura. Der heißt einfach Balgura. Das ist die Antwort, die du bekommst, ja. Mhm. Weil wenn ich seinen echten Namen weiß, dann habe ich Vorteile auf die Würfel. Hast du, ich habe keine Ahnung, ich habe mir jetzt keinen random Namen von irgendeinem random Dämon ausgedacht. Sag doch Balthasar. Big Bossa hat eigentlich eine so eine random Liste, ne? Ja, genau. Mit Dämonennamen. Ja, also der darf am Ende seiner Runde immer einen Charisma Saving Throw machen. Mhm. Der hat Disadvantage, wenn ich seinen wahren Namen weiß und sage. Okay. Am Ende seiner Runde, also jetzt. Ja, dann sage ich, Balgura, gut, sehr einfallsreich. Der hat Disadvantage, aber den würfelst du den oder würfel ich den? Wahrscheinlich würfelst du den, ne? Ja. Lass doch Ria auch was würfeln. 7. Nee, gefehlt. Gut. Ja, der continues to obey me. Das ist gut. Gut. Dann ist Sinister dran. Ich bin mit dem Schwabbel bei Mili, ne? Yes, bist du. Wanda, die Schwabbelkette inflict wounds Level 2. Okay. Das gibt Advantage, ne? Bei Fairy Fire? Ja. Right? Ja. Hallo, 16. Das trifft. Ja, ne, Level 2, ja. Das war, ach ja, stimmt, der ist angepasst. Ich brauch's ja gar nicht mehr, den Mist. Ja, das hätte ich vorhin gebraucht. Muss ich jetzt einfach mal. Danke, warum habe ich das vorhin nicht bekommen? 32 Necrotic Damage? Ja, den. What the fuck? He's pissed. Er verpufft unter deinen Händen. Er verschwindet einfach. Er brennt so weg, dass da nichts mehr ist. Ich weiß, dass das ja noch Teil des, sagen wir mal, Base-Traums ist. Aufgrund des Weihnachtsbaums. Weil ich habe ja in der Zelle mit dem Weihnachtsbaum festgestellt, dass das so ist. Mit dem Traum, wenn ich mich gerade recht entsinne. Hier steht, dass die gerne Sprache benutzen. Du weißt nicht, dass du dich in einem Traum befindest. Ich hätte also vor bei dem Aufwachen auch immer gewusst, dass das noch ein Traum ist. Ja, weil das ist sozusagen einer der drei Träume der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft war. Aktuell ist das nicht der Fall. Sinister zweifelt aber immer noch. Also du kannst, ich würde sagen, du kannst da zweifeln, weil du halt geschlafen hast und dir das alles echt weird vorkam. Ja, für ihn ist der ausschlaggebende Punkt halt der Weihnachtsbaum in der Zelle gewesen. Dass er daran so festgemacht hat, dass das nicht echt ist. Okay. Deswegen ist er auch auf dem Baum dann so losgegangen, als er immer noch da stand. Okay. Gut. Heißt? Was glaubt er jetzt oder was darf er glauben?
Glaub, was du willst. Okay. Finished. Also Sinister hat noch nie geträumt, deswegen kann er das schlecht einordnen als Albtraum. So. Aber vielleicht ist es dem Konzept ähnlich, wovon du bis jetzt gehört hast. Kann ich irgendwie einen Intelligence-Check drauf probieren? Ja, gib mir ruhig ein. Ich will mich da nicht in den Zug einmischen, aber Omin hat hier was Ähnliches festgestellt. Zumindest als die im zweiten Traum waren. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich das mitnehmen kann, weil sie das Konzept Träume kennt. Ja, das bezog sich aber im zweiten Traum auf die Träume sozusagen im Traum. Okay, ja, und jetzt ist sie emotional eh zu offen. Okay. Willst du noch was machen? Nö. Nee? Nö. You are creepy, Jack. Ja, weil mir gerade was eingefallen ist, was Sinister auch als Sinister einfangen kann. Dann ist mir aber, okay. Dann würde ich gerne eine Legendary Action machen am Ende von seinem Zug. Ich würde gerne einen Maw-Demon hinter Rennen beschwören. Nein! Okay, ja. Wohin? Weil passiert das einfach? Ah, nee, warte, wie weit ist das? Von dir? Ja. 60 Feet muss das sein. 40, nee, das ist, 45. Okay, nee, dann lieber zu Umi. Okay. No. Okay. Danke! Ja. Ist das was anderes? Hm? Ist das einfach so eine Fähigkeit, die hier? Das ist halt eine Fähigkeit, die kann man als dann Legendary Action schon bauen. Dann würde ich mal eine Eni für die würfeln. So, ein Scheiß. Was ist das nochmal? Dex, ne? Jo. Der hat nicht so eine gute Dex, glaube ich. Ja, das ist eine solide 12. Ja, mega. Ich überlege ja fast, ob die jetzt auch noch einen Balgora beschwört und die sich dann episch in der Mitte kloppen. Aber das macht sie nicht. Sondern sie castet, sie würde sich mal so ein bisschen... Was für eine Emi hatte denn? Was denn? Ren. Ich? Ja, weißt du das noch? 18 oder so. Sinister, was hattest du für eine Emi? Weißt oder? Du das noch? Shit, 6 oder 8. Wieso, sind die weggefallen? Ja. Nee, sie muss sie gerade austauschen und weiß nicht, wo sie den Mordiman zwischenschieben soll. Ich hab's ehrlich vergessen, sorry. Alles gut, ist nicht schlimm. Und dann castet sie Confusion auf Sinse. Darfst du einen. Wisdom Save machen. Deswegen hast du mich so weit weggestellt, damit ich nichts counterspellen kann. Du kannst. 60, du bist noch in 60 Fuß, du kannst gerade sagen, was du willst. Würde der bei Confusion in eine random Richtung laufen? Ist das das? Ja, ja. Unter anderem wäre das möglich. Dann würde ich das counterspellen. Okay. Hebt mir das für einen Feuerball auf. Ja, aber ich will nicht, dass er in die Lava läuft. Ich kann da nicht hinterher. Ich habe auch Level 10 nicht mehr. Auf welchem Level counterspellst du? Auf den normalen. Muss ich würfeln wahrscheinlich, ne? Muss würfeln. Wie viel? Also muss ich würfeln? Muss ich dir das sagen? Ich weiß nicht, ich muss ja wissen, was ich würfeln muss, oder? Einfach ein W20. Du musst einen Arcana, nee, einen Intelligence-Check machen, glaube ich. Ich habe das noch nie gemacht. Oder einen Arcana-Check. Sorry. Müsste bei Counterspell erreichen. Achso, dann? Oh, lass mich kurz ins Buch schauen. So, Counterspell. 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 Ja, ja. Jack, so, Mann. Sorry. Alles gut? Nee, mach ruhig. Mach ruhig, Kinder. Ja. Hier, kann das Spell. DC equal Tempest Spells Level. Make an Ability Check using your Spellcasting Ability. Also ein Intelligence Check machst du. Das ist ja hart. Nicht einfach. Oh, shit. Ja, das ist wohl... 12. Na, dann schaffst du das nicht. Schade. Ich hab's versucht. Du hast nicht gecounterspellt. Okay. 17. 17. Das reicht leider nicht. Auch das habe ich mir gedacht. dann würfel ich mal einen D8. Und wir gucken, was passiert. Ja, wir gucken, ob man die Lava rennt. Ein D10, sorry. Ein D10.
2. Du bewegst dich nicht und nimmst keine Aktion. Ach, immerhin. Das hätte auch anders ausgehen. Und ich konzentriere mich da drauf. Oh. Was natürlich nicht so prickelnd ist, aber hey. Also für den nächsten Zug. Ja. Und dann würde ich noch mich. Auf Renzo bewegen. Ja. Außen am Bagura vorbei. Ja, tu das. Geh mal weg, du! Wie viel Movement hast du? 40 Fuß. 10, 20. Oh Gott, keine Ahnung. Wie weit kommst du dann? Ey, ich würde nicht durch den Bagura durchgehen, sondern so, dass er nicht im Melee wirklich an außen an der Plattform vorbei. Auf der Seite. 10. 15. Außen an der Plattform. 20. Außen. Ich würde gerne hier am Rand lang gehen. Bei mir. Rechts. Bei dir? Ja. Okay. 10. Das wären dann 15. Das wären dann. 20. Danke. 25. 30. 35. Ja. Ich zähle. 40. Ich danke euch. Okay. Hau ab, du! Was ruf ich dir gegen? Halt's Maul. Okay. Dann. Hast du noch was? Nö. So viel kann die gar nicht. Gut. Ja. Dann ist. Am Arsch. Kann ich nicht sehen. Was ist dran? Umi ist dran. Umi Pumi. Umi ist dran. Umi möchte noch mal kurz eine Übersicht, weil also. Sie vor allem. Mordemon, war das einer von diesen kleinen Demons, die wir auch in der. Ja, jo. Okay, also es ist kein gigantisches Balgora-Style-Monster. Nein. Mm-mm. Lucky you. Das würde ich Lucky sie auch nicht als Legendary Action beschwören lassen. Ja. Was? So 10 dann irgendwann so auf dem Spiel. Genau. 10 Balgoras muss ich auf jeden Fall nicht drücken. Ich kann sehr schwer erkennen, wo die Lava anfängt und die Plattform aufhört, aber. Das ist bewusst. Was hast du denn vor? Vor wäre es, an beiden vorbeizulaufen, auf die Brücke und der Fall nach hinterher. Ja, also damit würdest du dich aus der... Ist das jetzt schon Melee, wenn die noch nicht angegriffen haben? Ja. Ja, dann würdest du eine Attack of Opportunity von dem Maw Demon provozieren. Es sei denn, du disengagest natürlich, dann nicht. Nee, die würde ich in Kauf nehmen. Okay, dann... Und bewegst dich so weit wie möglich zur Treppe. Genau. Ja, der Mordemon ist ein bisschen verwirrt, weil er da plötzlich aufgetaucht ist und erwischt dich halt voll nicht. Ja. Yeah. Anders. Cool. Und, dann hätte ich noch fliegen können. Ja. So, das passt. Verstehe eure Zählung nach wie vor nicht. Ja, okay, dann stehst du da auf der Treppe. Zählung. Ja, ich weiß. Das ist super. Bum, bum, bum. Und 6. Okay, ja, und Umi castet Dispel Magic auf Sinister. Was für eine Range hat das? 120. Okay, jo. Nice. Never mind that one. Ist das instant? Genau. Ich krieg, warte. For each spell of 4th level or higher on the target, make an ability check using your spellcasting ability. The C equals 10 plus the spell's level. So and if successful check, the spell ends. Was für ein Level? Ist Confusion 3, oder? 4. 4. Das heißt, ich muss 14 toppen. Mhm. 14 oder höher? Mit meiner Spellkraft. Okay, das ist so schon eine 19 und dann, ja, also. Ja, da ist nicht mehr confused. Geht klar. Okay, dann ist das vorbei. Gut, das war deine Action, das heißt, und dein Movement. Hast du noch eine Bonus-Action? Toll. Bardic Inspiration für die Falle Nacht.
Vergiss es. Hat Sinister seine Bardic Inspiration noch? Nope. Dann kriegt Sinister jetzt seine Bardic Inspiration mit. Nicht verwirren lassen! Leute, thanks. Und damit ist Bardic Inspiration für Umi auch geklärt. Damit sind die Schwabbe Boys dran. Der eine rennt zu Umi hinterher und greift die an. Oh my god, I don't care. Mit einer 16. Ich habe AC von 16. Wer hat gewonnen? Er. Ja. Das sind nicht 8 Slashing. Fine, I care a little. Und der andere Schwabbeboy greift den Bagura an. So, der tut doch nichts. Mit einer 5. Nein. Nein. Den genau. Interessiert das nicht. Das sind die Schwabbeboys. Mhm. Dann ist Ren dran. Nee, die Vater Nacht würde gerne noch eine Legendary Action machen. Jo, hau raus. Die würde gerne sich teleportieren und zwar hinter Ren. Verstehende, hab ich gesagt. Hallo. Hau ab! Du bist hässlich! Okay, dann bist du dran. Moment, um über unseren, keine Ahnung, Teufel und Helfer Satan zu reden? Klopf, klopf. Teufel und Helfer Satan. ja, scheiße. Warum stehst du da jetzt? Weil ich das kann. Ja, ich weiß. Ein bisschen doof. Du hast richtig Spaß, oder, Busse? Ich hab super viel Spaß. Ich probiere jetzt aus und dann gucken wir mal, was bis Level 20 mit euch so passiert. Ja. Ja, da gibt immer noch alle Spells Wisdom Saves. Ja, aber bis dahin ist dein Spell Safety C höher. Ja, um 1. Nee, dein Proficiency Bonus erhöht sich ja auch noch. Ach ja. Und es kann auch sein, dass du Magic Items bekommst, die den noch erhöhen und so ein Scheiß. Ich würde Mirror Image auf mich casten. Ja. Ist kein Concentration. Okay. Was machst du dafür? Nichts, ich wirke das. Okay. Und es erscheint zwei Rennen neben mir quasi noch. Willst du sonst noch was machen? Nee, da ich keine zwei Spells casten darf, mache ich das nicht. Nee. Wie gesagt, Bagura, hilf mir! Rufe ich ihm rüber. Okay. Der ist dann auch direkt dran. Und da du ihn beschworen hast und er den Charisma-Safe gefailt hat, macht er, was du sagst. Das ist gut. Go for it. Das ist auf jeden Fall gut. Dann würde er erstmal den Einschwabbelball noch umpunchen, der da steht. Mit Reckless. Ja. Gib ihm mal einen Angriff. Ja, das sollte trotzdem passen, denke ich. Ist eine 19, ja. Das trifft. Das macht dann einmal 10. Jo, der ist weggepuncht. Und dann springt er zur Fallen Nacht. Wie hoch ist das Movement? 30. Und dann bis hierhin wahrscheinlich. Ja, und würde sie vermöbeln. Go! Mit zwei Faustschlägen. Mal gucken, wie ihr AC so ist. Finden wir es heraus. Reckless. Na, fuck, nicht so gut. 14. Trifft wahrscheinlich nicht. Sie trägt nicht meine außer, Rüstung. Außer trifft 14? Nein. Nochmal Reckless. Nein, er guckt nicht mal. Ist das. Das hält. Dann ist das einmal eine 23. Nee, Moment, eine 26 zum Treffen. Eine 26 zum Treffen, ja. Das trifft. Wow! Ah, endlich! Das hat es nicht eingeschränkt. Sehr gut. Dann bekommst du einmal. Das sind 11 Bludgeoning Damage. Okay. Sind die Magical? Weiß ich nicht. Ist der ein Demon, aber es steht nichts davon, oder? Nö, dann nicht. Müsste da stehen, ne? Das müsste da stehen, wenn da steht, die sind magical. Ne, dann sind die wahrscheinlich halbiert. Ne, die sind gar nicht. Die sind gar nicht? Wow. Ist immun gegen physischen Schaden, das ist hart. Scheiße. Ja, gut. Interessant. Okay.
Die sind gar nicht wie ein Werwolf. So eine Scheiße. Kannst du noch was machen? Ich glaube nicht, dass der noch was machen kann. Dann. Hey, Moment. Sie hat Immunität gegen physischen Schaden und gegen Psychic Damage und... Ist halt Level 20, Motherfucker. Ja, aber sorry, aber wenn die gegen alles Immunität haben, womit kann man denn dann bitte angreifen? Die ist nicht gegen alles immun. Gegen fast alles. Naja, die ist halt immun gegen normalsterbliche Waffen. So, also... Dann ist der Mordemon dran. Macht schon 7. Also, wie war das jetzt? Immer 15, ne? Auf 3. Dann kommt er bis zu Umi. Und greift Umi an. Mit einer... Achso, der darf noch... 19. Der darf ja noch einen Karren machen. Ja, mit Disadvantage, ja, weil ich seinen Namen gesagt habe. 10. Nee. 19, das trifft wahrscheinlich, ne? Ja, ja, 19 trifft. Okay. Guter Ball, Ruhe. Das sind... 10 Piercing Damage. Tschüss. Das war sein Zug. Dann ist Sinister dran und ich bin unfassbar gespannt, was jetzt kommt. Das ist sehr out there und ich freue mich drauf. Soll ich mal ausholen und sagen, was jetzt der Gedankengang vom Charakter ist? Weil er sprengt sonst die 6 Sekunden. Go for it. Ja, in der erklärenden Action reinzukriegen. So, wir waren in der Arena. Bla bla bla, Zelle, Weihnachtsbaum, alles ist passiert, die Realisation im Traum, wir sind aufgewacht, es war immer noch ein Weihnachtsbaum da. Dann kam gerade die Aussage, dass Corrigan schon seit der Arena weg ist. Dann denkt er so ein bisschen zurück, so okay, das Weihnachtsbaummuster, dann kann ich immer noch weirden Scheiß machen, den ich davor nicht unbedingt konnte. Corrigan fehlt immer noch, was ist mit ihr passiert und irgendwas, würde dann noch einmal auf das Gesicht von der Fallen Nacht und von dem verbleibenden Schwabbelboy gucken und gucken, ob ihm was auffällt. Er würde noch einen letzten Intelligence-Check versuchen, wenn er das darf. Auf was speziell würdest du gucken mit auffallen? Das zählt sehr. Weil ihm bei Redi irgendwas aufgefallen ist, das was nicht gestimmt hat. Und er guckt, ob das sich irgendwie reproduziert, sich durchzieht, irgendwas. Intelligence oder Investigation, was du möchtest. Ist beides eine 10. I'm afraid. Tut mir sehr leid, aber dir fällt nichts auf. Okay. Du hast noch eine Bardic. Ja. Ich bin kein Spieler, aber... Ja, ich hatte Bardic nur für Angriffe. Da geht das auch. Dürftest du theoretisch draufsetzen. Aber du weißt den DC nicht. Ja, klar. Okay. 12. Ja, tut mir leid. Ich will halt jetzt nicht durch mein Meta-Denken, Sinisters Denken zu sehr verzerren. Ich möchte sicher gehen, dass es immer noch legitim ist, was er tut, deswegen. Was hättest du denn vor? Als allererstes mal würde ich gerne ragen. Ja, das ist okay. Das kriegen wir hin. That's valid. Dann schaue ich Richtung Fallen nach. Und wenn er raged, hat er keine Angst. Und er hat sonst immer Angst. Mhm. Das ist für ihn der ausschlaggebende Punkt, dass er glaubt, dass das immer noch ein Traum ist. Mhm. Okay. Und dann ruft er der Fallen nach zu. Du willst also Spaß. Und es kommt sein Grinsen hoch. Und er fängt nochmal an, haha, the herald angel sing, fick dich, und lässt sich hinterrücks in die Lava fallen. Oh wow. Oh wow. Okay, this is what you see. Oh shit. Ja, Umi versucht noch, zu nach ihm zu hechten, zu greifen, fängt einfach nur an zu schreien. Was? Du wachst auf. Ohne Erinnerung, I guess. Ohne Erinnerung. Oh shit. Ihr habt gesehen, wie Sinister sich rücklings in die Lava geschmissen hat. Was so? So wahnsinnig! Zu Sinisters Endzug würde sie noch würde sie das Gesicht verziehen und aus ihrer Hand Säure in seine Richtung schießen lassen, die ihn aber nicht mehr erreicht. Okay. Ha. Herzlich. Gut. Dann. Ist die Fahle Nacht dran? Ja. Mit dieser Säure-Aktion? Mhm. Ich weiß gar das nicht. Das war ihre Legendary Action. Okay. Dann ist sie dran und sie castet Polymorph auf den Balgora.
Okay. Nein! Nicht auf den Bagura! Gib mir bitte einen Wisdom Saving vor. Für den Bagura? Ja. Klar. Wisdom Save ist das? Das ist Polymorph. Achso, sorry, ich hab irgendwas anderes gedacht. Hat der da erwartet oder so? Nein. Schade. Bist du. Nein, der Bagura hat keinen hohen Wisdom-Wert. Naja, wer hätte das gedacht? Der hat aber auch keinen schlechten 14 mehr. Nein, das reicht leider nicht. Mhm. Da verwandelt sich der Bagura in Duri. Nein! Sag es echt. In eine kleine Schneeeule. Und wann wird das unterbrochen? Ich konzentriere mich drauf und entweder wenn meine Konstitution gebrochen wird oder wenn er alle seine Hitpoints verliert. Wow, als Duri. Achso, oh no, du sagst es nicht. Das ist so bitter. Ja, das war ihre Action. Okay. Hi. Das war ihre Action. Und dann würde sie noch versuchen, an den Rand der Plattform zu schweben. Nee, dahin, wo so ungefähr in die Richtung, in der Sinister runtergefallen ist, aber nur bis zum Rand, weil sie kommt nicht ganz bis da. Ich glaube, dann kriegst du eine Attack of Opportunity. Oder? Ja, das ist okay. Ein Spell. Gleich im Warcaster. Mhm. 40, ne? Mhm. Nicht, dass die das interessiert. Und sie guckt einmal über die Kante, um zu sehen, ob sie Sinister noch sehen kann. Darf ich da jeden Spell? Achso, dann bis zur Kante quasi hier? Nee, der darf nur ein Target haben. Und es muss ein Spell mit Attack Roll sein. Es darf kein Area-Effekt-Spell sein. Schade, das heißt hier Fireball. Ja, das ist gedacht, aber das darfst du nicht. Gib mir mal einen Perception-Check. Für die Fahrer nach. Mach ich Magic Missile, oder geht das nicht? Ah, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Perception. Ist eine 8. Du siehst Sinister nicht mehr. Shit. Sehr schade. Also wenn ich es darf, würde ich den Magic Missile hinterher schicken. Ich check das kurz. Ob das, das trifft wenigstens. Macht sie sonst noch was? Ah nein! Nein. Bosse, macht sie sonst noch was? Gerade nicht. Okay, dann kann Umi sich schon mal für ihren Zug preparen. Darf ich dir auch einfach ein Toll the Dead hinterher schicken? Oder ist das, weil es ein Safe ist, geht das nicht? The spell must have a casting time of one action and must only target one creature. Das auf heißt, one action, man Toll the Dead theoretisch. Aber das ist mehr Schaden potenziell. Potenziell, wenn sie den Safe verkackt. Ach man, ist doch eh alles witzlos. Dann, ja, ja, oder du machst halt Magic Missile, das geht auch. Aber du bist immun gegen Force Damage. Das bringt mir also nichts. Nämlich? Das wusste ich nicht. Wusste ich das? Du hast keine Ahnung. Das? Das wurde hat er das schon mal mit? Du hast gesehen, dass alles, was bis jetzt an... Ach nee, das war Psychic. Du hast aber Magic Missile schon mal gecastet gegen sie. Und... Dann mache ich das. Das hat sie geschildet. Ja, das hat sie geschildet, aber... Good. Achso, hat sie schon geschildet? Damals. 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 Ah, die hat Shield, ja. Das ist ein scheiß Caster. Ja, dann Toll the Dead, egal, ich versuch's. Okay, dann macht sie den Wisdom Safe. Ja, ich will einfach wissen, wie hoch du den kriegen kannst. Das ist eine 26. Wow! Okay. Ja, geschafft. Dann ist Umi dran. Magst du sie nochmal groß machen? Ja. Go, Umi. Go, Umi. Go, Umi. Mann, ich hatte noch so go, viele lustige Umi. Sachen mit dir vor. Das hat er ja gewusst. Du hast gesehen, was Sinister gemacht hat. Und dass die fahle Nacht gerade hinterher guckt. Außerdem hast du zwei fette Dämonen vor dir stehen, die rumschwabbeln und blabbeln. Die scheiß fahrenden Dämonen interessieren sich tatsächlich wirklich ein Scheiß. Das heißt, sie würde zu der Stelle sprinten, wo Sinister verschwunden ist. Dann kriegst du zwei Attacks of Opportunity. Möchtest kann, du die... Kann ich disengagen und dann hinsprinten? Ich weiß nicht, ob man bei zwei Leuten disengagen kann, ja, wenn du das... Du disengagest immer aus allen Nahkämpfen. Dann kannst du das als Action machen. Dann macht sie das. Gut. Und dann sprinten... Das, also du musst, kannst nur entweder disengagen oder sprinten. Okay, aber ich kann so weit laufen wie Diggins, oder? Weil so weit passiert ist ja gar nicht mehr von mir weg. Das geht. Das sind 5, 10, 15, 25. Ja, dann bist du an der Stelle, wo er sich hat runterfallen lassen. Ja, und sie fällt da halt auch auf die Knie und guckt über die Kante und kann er natürlich nicht sehen, schätze ich mal. Gib mir einen Perception-Check.
Das ist eine 18. Du kannst nichts erkennen. Dir fällt aber auch auf, dass du in der Lava nichts erkennst. Also, da ist nicht gerade irgendwas reingefallen. Zumindest sieht es nicht danach aus. Fliegt die eigentlich? Ja. Ja. Also die Schüler. Ja. Guck dir die Mini doch ist an. Dann total verwirrt. Und sie ist völlig fertig. Sie ist so einerseits so voller Trauer, noch so total verwirrt, richtig sauer auf die fahle Nacht, die sie da eben so getauntet hat, und Corrigan ist verschwunden und jetzt ist Sinister weg und überhaupt, was sollen diese ganzen Albträume hier überhaupt? Und muss ich auf eine Realization würfeln oder darfst du dieses auch einfach, also im Sinne von... Muss ich einen Intelligence-Check machen, ja, wenn ich checken möchte, ob sie checkt, dass das hier alles nicht stimmt? Gib mir mal einen. 16. Okay. Dir ist klar, dass Sinister davon ausgegangen ist, dass das hier ein Traum ist. Ist er davon ausgegangen? Und es ist verdammt merkwürdig, dass man da in der Lava nichts sieht. Also er muss irgendwie zwischen Plattform und Lava verschwunden sein. Ich weiß, dass Sinister nicht teleportieren kann. Auch das weißt du, ja. Everybody knows that. Umi war tatsächlich nicht mal dabei, als dir das passiert ist. Was Umi daraus machen will, ist ihre Sache. Umi ist pure Verwirrung, aber hat sie die fahle Nacht noch relativ nah? Also wer ist näher ran? Rennen, fahle Nacht? Könnt ihr mir da nochmal kurz einen Moment geben? Beide gleich. Die fahle Nacht minimal näher. Aber... Okay, dann. Shit. Ich bin gerade genauso überfordert wie Umi. Direkt einmal festhalten, aber gut. Sie würde rennen, zurufen, dadurch ist jetzt, wie gesagt, so Wut und Trauer sind bei ihr gerade sehr gemischte, also sehr konkurrierende Emotionen, die einfach mit purer Verwirrung übergehen. So, zu rennen so... Hier stimmt was ganz und gar nicht und Corrigan ist auch noch weg und ich glaube, er hatte gerade eine gute Idee. Okay. Und das wäre das wäre alles, was ich in irgendeiner Form machen kann. Das war dein Zug, okay. Das war mein Zug. Dann läuft dir der Schwammelboy hinterher, aber reicht dich nicht, weil er einfach nicht so fix ist. Dann ist Ren dran. Ich sag, Balgora hinterher! Also zu Juri, dass er da quasi hinfliegt. Und würde so einen Fireball setzen, dass es Juri noch mit erwischt. Okay. Okay. Gut, dann. Lass mich doch nicht verarschen von dir! Ich mach das mal, würde ich sagen. Tötest also Duri mit dem Fireball. Ja, okay. Weil ich weiß, Duri ist noch da. Dann gib mir mal, was auch immer du jetzt würfeln musst. Ein Dex-Save muss er mir geben. Ein Dex-Save. Achso, und der Bagura auch, ne? Ja. Würfelst du selber? Ja, ich kann fehlen. Achso. Warte, ich würfel. Das ist eine 3. 27 für die Falle Nacht hat er gefehlt. Hm? 27 hat sie geschafft. Dann kriegt er den vollen Schaden und sie den. Jo. Das sind 6. 8d6. Hast du die 6? Na, dann flambier sie mal alle. 4, 6, 7. Soll ich einen zugeben? Ja, ich hab einen zugeben. Ja. 17, 19, 20, 26. Wow. 32, 35. Fire Damage. Von dem der Bagura die Hälfte kriegt. Duri nee, erstmal die Hälfte erst kriegt. Also die hat ja irgendwie 3 AP oder so. Genau. Und dann
wird sie zum Bagura und dann wird der restliche Schaden übertragen und der wird halbiert. Also wie viel war das insgesamt? Der wird halbiert, weil der Resistance hat, ne? Mhm. Gegen. Wie viel hattest du denn gerechnet? 35. 35, dann 32 sind 16 Fire Damage für die Bagura. Ja, das 18 ja nicht ganz so, aber sie wahrscheinlich genauso wenig. Und 8 für die Falle nach. Ah, das heißt, ist 35 sind ja ursprünglich. Jo. Durch 2. Das heißt noch nicht genau. 35 durch 2 sind dann 17. Durch 2 sind 8. Gut. Das heißt, sie hat noch 4 Temporary Hitpoints von Umi. Na toll. Macht, wow. Renn noch. Was bitter. Ey, ich würde in Richtung Umi laufen. Ich nutze nie wieder meine Feeds, I swear. Das habe ich jetzt verdorben. Wie viel? Es lohnt sich einfach nicht. Also nicht so, das ist eher so. Genau, eher so. Gut. Okay. Ja. Darüber freue ich mich. Dann ist der... Dich. Ja. Warum? Dass ich dann die Knie laufen, weil du was machen kannst, was flächendeckend ist. Dann ist der Bagura dran. Der wahrscheinlich zur fallen Nacht rennt und sie angreift. Er würde versuchen, sie zu grappeln. Ja, dann go for it. Mein Strength. Contested Strength. Das funktioniert bestimmt super. Who knows? Hey, wer weiß, wie stark die ist. Kann ich den auf Reckless machen, Digga? Das ist 19. Bei ihr ist das eine 17. Dann schafft sie das. Schafft er das. Vielleicht ist auch ein Sieber. Okay, der Bagura hat die fahle Nacht gegrappelt. Mhm. Er würde sein. Kann er sich noch bewegen? Wie viel Movement hat er noch? Wie viel hat er gebraucht? Nicht viel. Ne? 15. 10, 15 Fuß oder so. Dann hat 15. er noch 15. Jo. Er würde versuchen, sie zu schieben nach unten mit ihm zusammen in die Lava rein. Strength? Hat er ja schon gemacht. Sie bewegt sich mit ihm, aber es ist schwieriges Gelände. Also er bewegt sich mit halbem Movement weiter. Er wird sich einfach über die mit ihr zusammen über diese Klippe stürzen. Also wie viel hat er jetzt noch? 15. Also die Hälfte, weil schwieriges Gelände, also... 7 Fuß noch. 7 Fuß. Ich würde sagen, die fahle Nacht hängt da halt noch, ne? Ja. Wisst ihr, was richtig, richtig witzig wäre? Na? Wenn sie auch aufwacht. Die beiden runterfallen und dann mit in den Zelle aufwachen. Who knows? Die schwarze die Falle nach wacht so im Abgrund auf. So, ah, was war das? Und irgend so ein Wendel bei Gummer so, oh? Ja, irgendwo halt. Okay, dann benutzt sie ihre Legendary Action, um sich auf die andere Seite zu teleportieren. Ja. Ah, verdammt. Hey, ich dachte, das ist ja keine Legendary Action mehr. Ja. Und dann castet sie Reduce auf Rennen. Das war so ein guter Plan! Okay, was brauchst du? Rennen. Gib mir bitte... Das war ein richtig guter Plan. Gebe ich zu. Wir hatten sie fast. Gib mir einen Constitution Saving Throw. Ja, wir hatten sie fast. Hätte sie bestimmt nicht überlebt. Constitution Saving Throw. Also, noch so 2 HP oder so. Warte mal, zählt das zu meinen Sachen? Nee, das ist nur Wisdom Intelligence Karte. Dann macht. Dann seht ihr, wie Ren zu seiner halben Größe schrumpft. Und noch kleiner wird. Okay. Was soll das? Du bist jetzt tiny. Ich will zu sagen. Du bist jetzt tiny. Okay. Du das verdammte Schlappe! Der Bagura mit einem Charisma Saving Throw von 7. Ah, den er wahrscheinlich nicht geschafft hat. Ich dachte, sie wäre schon dran, aber sie war noch nicht dran. Mir ist egal, aber den hat er jetzt noch schnell gemacht. Ist egal, jetzt ist es. Achso, das wäre. Ich dachte, das wäre die Legendary Action. Nee, die Legendary Action war nur eine Teleport. Das Reduce war jetzt. Achso. Okay, dann ist der More Demon halt irgendwie da noch hingelaufen. Der hat den Schwammelboy überholt und versucht an Rennen oder irgendwie ranzukommen. Und dann war das ihr Zug und dann ist Umi dran. Nee, die Falle Nacht hat ja gerade. Genau, die Falle Nacht hat gerade, die würde sich aber noch Umi zum Rennen hinbewegen gerne. Was will die immer von mir? Wie weit? 40 Fuß. Also komplett bis hierhin. Ist dann auch mein Movement halbiert? Nee, auf dein Movement hat das keine Auswirkungen. Umi! Auf Strength Chest. Ja. Was machst du? Yeah.
Ich überlege, was Umi so macht. Oh mein Gott. Deine Weapon-Attacks machen ein D4 weniger Schaden. Als wenn ich Weapon-Attacks mache. Ja. Ren ist jetzt klein, richtig? Ja, jo. Noch kleiner. Ren wie sieht diese Höhle aus? Es ist eine ziemlich... Darf ich oder willst du? Go. Nein, du darfst gerne. Okay. Es ist eine sehr große Kaverne und diese Plattform, auf der wir uns befinden, ragt so ein bisschen wie die Plattform, in der der Ring vernichtet wird. Über so einen Lavasee. So kannst du dir das eigentlich vorstellen, so wie da, wo der Ring vernichtet wird. Gibt es gibt es irgendwie offensichtliche Wege nach draußen? Also im Sinne von, keine Ahnung, großes Loch in der Decke, Tschüss, Kamera. Die Tür, durch die wir reingekommen sind, ist die immer noch eine Tür oder ist das jetzt der Gang, wie es wahrscheinlich original bei euch war? Es ist noch eine Tür. Was? Nichts? Ist noch eine Tür. Ich weiß. Okay, und sonst halt irgendwie große Löcher oder sonstiges? Eigentlich, das Irritierende ist, dass sozusagen da wirklich, nein, also keine, da steht die Tür noch, so. Und du bist halt auf dieser Plattform. Okay. Alles okay? Ja, für die Leute. Ach, haben wir noch wieder einen Akku? War voll gut. Ja. Gut. Gut. Okay, die Frage ist, kann man Polymorph auf sich selbst casten? Ja. Ja. Hast du das? Und da ihr euch alle besser mit den ganzen Biestern auskennt, was wäre eine Kreatur mit dem höchsten, also mit dem krassesten Movement? Movement? Es gibt eine Giant Owl, ja. Die kann halt fliegen und wegfliegen, aber die ist nicht so AP-lastig. Es gibt... Ein Giant Eagle hat, glaube ich, ziemlich viel Movement. Weil dann würde Umi Polymorph aus sich selbst casten, sich Ren schnappen und mit ihm zur Tür fliegen. Sehr gut. Okay. Ich brauche keinen Save von mir selbst. Ein Igel, meintest du? Ja, ich bin auch gerade am googeln, was das exakt für Werte sind. Ein 80 Fuß vernetzen. Flying Speed. Damn. Ja. Jo. Okay, dann machst du das. Also dann würde Umi halt, keine Ahnung, erst ihr normales Movement nutzen, die paar Schritte zu rennen, ihn schnappen, verwandeln, los. Okay, lässt Ren das mit sich machen? Ja. Und ich meine, wir können ja über die Schwammelboys hinwegfliegen. Ich würde der Fallen nach tatsächlich eine Attack of Opportunity für Ren geben. Für Ren? Dabei. Mhm. Achso, ich habe ja Mirror Image an. Hast du? Ja. Hat er, ja. Hat er. Ah, aber es trifft mich, lol. Ich hätte über eine 6 kommen müssen mit dem verdammten B20. Oh. Wow. Du hättest noch dein Portent gehabt, aber... Das. Ah nee, du hast nur schlechte Portents, okay. Ja, ich hab. Das wäre ja aber besser als. Also das hast du nicht noch ein fucking Bardic Inspiration? Darf ich Portent dann auch benutzen? Nee, du hast ja jetzt schon gewürfelt. Ja, egal. Das ist eine 16 zum 16, ja. Das warte mal. Ich habe noch einen Special und einen letzten. Könnte ich shielden. Kannst du shielden, ja, wenn du magst. Dann shield ich das. Dann trifft es mich nämlich nicht wegen Nature. Okay, und du fliegst mit Ren zur Tür. Ja. Die Tür ist geschlossen. Nein! Also die ist weit, noch zu. Wie weit kommen die? So. Mit 80 Fuß. Also wenn Umi dahin läuft. Das, was war denn das? 15? Mhm. Dann greift sie sich ran und verwandelt sich. Kriegt die dann das volle Movement 20? Von dem Team? 30? Nein, 40? 50? 60? 60. 70? 80? Kommt genau bis zur Tür. Ich meine, ist sie zu oder abgeschlossen? Weil Ren kann dann ja versuchen, sie zu öffnen. Sie ist geschlossen. Aber du bist ein Adler. Ich wollte gerade sagen, du bist ein Adler. Ich könnte, also willst du gegenfliegen?
Nein, ich werde nicht gegenfliegen, aber ich kann Ren ja drauf. Du lässt Ren los davor. Oder hältst ihn... Er kann sie gerne hier festhalten. Okay. Ich mache dann die Tür auf, wenn es zeitig ist. Ja, zeitig. Das war die Idee, dass ich ihn vor der Tür dann hochhalte, weil er ist ja zu klein, um an die Türklinke zu kommen wahrscheinlich. Okay. Ich muss die Kamera nochmal woanders hin. Sorry, ja. Oh, jetzt musst du das die Karte geben. Dann läuft der Schwabbelboy euch hinterher, der vollkommen überfordert ist. Ist okay. Und dann ist Ren dran. Ich versuche die Tür aufzumachen. Sie hält mich wahrscheinlich vor die Klinke, so dass ich das in meiner Form... Das war die Idee. Ja. Du hast jetzt... Ich drücke das mit meinem Körpergewicht so runter. Ja. Gib mir mal... Was habe ich da weniger beim Strength Check? Oder ja, was? Gib mir mal Strength. Auf Strength Check hast du Disadvantage. Disadvantage. Jo. Bitter. Bin du ich kriegst dran? Die scheiß Tür nicht auf! Hallo, der ist so groß! Kann ich das nicht mit meiner Mage-Hand machen? Okay, das war deine Action. Achso. Ist Mage-Hand eine Action? Ja. Scheiße. Da hätte ich drüber nachdenken müssen. Ich könnte mich also er ist so groß, ich dachte, er ist die Hälfte seiner normalen Größe. Seine normale Größe ist ein halber Mensch. Ich könnte mich hinter die Tür teleportieren. Aber der ist sehr klein, der Ren. Du kannst dich hinter die Tür teleportieren und sie öffnen. Naja, ich könnte... Nein, ich könnte mich hinter die Tür teleportieren. Warte, das, musst du das sehen können, wo du dich hin teleportierst? Nicht, oder? Missy Step. Nicht, dass ich das mache, aber ich sage, bitte, ich könnte. Bitte, go for it. Ja, ihr wacht alle auf, nee, außer... Nee. You can see. Ja, hab ich mir schon gedacht. Okay, dann machst du noch irgendwas? Nee, weil mein Movement kann ich ja nicht benutzen, wahrscheinlich, um das zu versuchen, ne? Bosse? Movement kann man nicht dafür benutzen. Mhm. Was machst du da? Ich leg mir nur V6 zurecht. Wow, willst du auf den Fireball hinballern oder was? Nein, Fireball kann die gar nicht. Ja. Gut. Die Umi ist umgefallen. Nee. Gut. Dann war das Rennzug. Dann ist. Dann macht sie. Der Balgura ist dran. Ja. Die Falle Nacht würde nach dem. Ein Cantrip casten. Jo. Nach Rennzug. Als Legendary Action, oder was? Als Legendary Action, und zwar auf den Shovelboy. Ja. Und zwar Acid Splash, weil sie nicht will, dass der vor ihr da ist. Also den fand ich... Ja? Ja. Gib mir deinen Angriff. Nee, ich krieg einen Saving Throw. Okay. Ja, der saved bestimmt richtig. Der saved bestimmt mega. Ja, jetzt doch. Auf was? Auf viel. Ja, was für ein Saving Throw? Ach so, ich glaube ein Dexterity. Dex? Mit 17. Ach, nö, das schafft er nicht. Aber nicht schlecht, ja. Okay, ja, dann gib mir deinen Schaden. Zehn, 14. Jo. Der verdammt. Gut. Ja. Weg mit dir. Dann ist der Bagura dran. Er würde nochmal zur Fallen Nacht hinlaufen und versuchen, sie nochmal zu grappeln. Ja, dann mach das mal. Die macht bestimmt gar nicht das gleiche wie letztes Mal, wenn es passiert. Dann mach das mal. Strength. Wer steht jetzt da? Das ist nicht so gut. Ja, ah, es verliert schlechter. Mist, sehr gut. Das heißt, das ist eine 13 für mich. Okay, für Easy ist es nur eine 5. Dann ist sie gegrappelt. Und er würde wieder versuchen, sie in die Richtung zu schieben. Das ist am Grund der Lava. Ja, du hast keinen Movement mehr. Wie viel Movement hat er insgesamt? Achso, 30. Da hat er keins. Dann würde er sie festhalten. Nee, hat er nicht mehr. Dann würde er sie halt festhalten. Gut, dann ist... Mhm. Verbraucht er einen schönen Platz. Der Maw-Demon dran, der sich da auch in die Richtung bewegt. 10, 20, 30. Und das war's. Dann ist die Falle Nacht dran. Naja, gebe ich euch jetzt noch eine Chance oder sage ich, nee, wenn ihr zur Tür lauft, seid ihr... You decide. Nee, es dauert ihr jetzt zu lange. Ah. Sie castet ihren 9th Level Spell. Wow. Scheiße. Psychic Scream. Oh nee. Und kriegt von euch beiden bitte einen Intelligence Saving Throw. Mit Advantage. Ja, genau. Das ist eine
22. Ja. Okay. Das reicht nicht. Habe ich mir schon gedacht. Umi? Ja, okay, gut. Damn. Was passiert? Der tötet uns, das passiert. Warte mal. Holy shit. Was? Ja, der ganze Anfang war wie sehr. Brauchst du noch welche? Ich hab hier noch welche. Go for it. Bosse. Okay. Nee, warte, ich hab. Nur Einsen. 14. Nur Einsen. Ich hab 14. 14 Einsen. 14 was? 14 W6. Okay, jetzt. Just to make sure, dass die Lama aufsteht. Aber ich hab dir gesagt, ich bin immun gegen Psychic Damage, das weißt du, ne? Ja, das weiß ich, aber das ignoriere ich. Ja. Gut. Das ist nicht immun gegen Psychic Damage. Schön. Okay, ihr hört beide in eurem Kopf einen unvorstellbar grellen, grausamen, schmerzerfüllten Schrei. Und kriegt beide. Sucht er sie erstmal die Sechsen raus? Ich zähl von hoch nach tief zusammen. Okay. Macht doch jeder so. Wenn du nicht über 67 kriegst, dann lebe ich noch. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ha! 18. Ninth Level Spell. Pff. Du hast 67 HP? Jawohl! Motherfuckers! Jawohl, Motherfuckers! Meine ich natürlich. Also du bist jetzt so tiny, dass du so eine mega... 67 HP, aber kann keine fucking Tür öffnen. Ja, weil ich so klein bin. Diskriminier mich nicht. Doch! Nicht gegen mich. 61. Ja! Ich lebe noch mit 6 HP! Nee, ich hab sogar noch einen Tipp. Umi ist mehr als tot. Umi ist so tot, du weißt gar nicht, wie tot sie sein kann. Nee. Es kommt zuerst die Form von deinem... Es wird zuerst die Form von deinem Adler getroffen. Und alles, was da noch übrig bleibt, das kriegt Umi an Schaden. Wie viel HP hat der Adler? 26. 26 minus... Oder wie viel hat Umi? An HP? Umi hat noch 22 übrig. Oh, nice. 22 übrig jetzt oder übrig, nachdem das abgezogen wird? Nein, übrig jetzt. Also wenn, also 26, okay, dann ist also down. 26 ist der Adler, dann kommt Umi, hat noch 22, sind dann... Umi ist tot. If a target is killed by this damage, its head explodes. Oh, shit! Sie ist nicht getötet, sondern geht nur down. Ja, aber das... Qualifies, I think. Ist halt aber ist okay. Nicht so einfach, nicht so klar. Es killt. Es killt, steht da, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich liegt sie so im Sterben und deine Stimmen sind immer noch in ihrem Kopf oder so und sobald sie dann... Ja, dann ist Umi tatsächlich, müsste Umi tatsächlich einfach nur ohnmächtig sein. Sie ist down. Richtig. Und Ren hatte die gleichen Hitpoints, obwohl er tiny ist. Ja. Ja. Okay. Ja, dann stehst du. Du wirst wahrscheinlich... Ah, du bist fallen gelassen. Ja, du bist Umi! Ich bin der Einzige, der noch steht. Wow. Dann ist Umi dran, die da liegt, aber ein Death Save machen muss. Mhm. Das ist... was rechne ich auf Death Saves drauf? Dein Constitution... Nee, gar nichts. Ja, dann ist das eine 4. Eine 4? Dann ist der gefailed. Das war Umi. Der Schwabbelboy ist weg. Dann ist Ren dran. Ich versuche einen Concentration-Check. Für den Balgora. Nee. Concentration-Check für den Balgora. Ach ja, ist das ein Concentration-Check? Achso, ja, ob ich die Kontrolle über ihn mache. Ja, gut. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil ich noch glaube, dass du über 30 kommst. Echt? Hälfte vom Schaden. Oh. Nee, ich hab hier dann nah dran, aber 24. Okay. Der Balgora, du verlierst die Kontrolle über den Balgora. Ja, danke. Der greift alles um sich herum an, was nicht Fiend ist. Ja. Also dich. Ja, du musst erst mal hinkommen. Gott, gut, dass er weit weg ist. Bin ich dran? Ja. Mage Hand, Tür auf.
Ja, die öffnet sich. Was sehe ich denn da? Schwärze. Ich versuche, Umi damit reinzuziehen. Das geht nicht. Gib mir mal einen Strength. Gib mir mal einen Strength-Check. Die liegen ja schon an der Tür. Disadvantage. Nee. Das war... Nee. Tiny Ren zieht an. Er weiß, dass er sterben würde wahrscheinlich, ne? Was machst du? Lässt du sie zurück? Nee, oder? Macht er nicht. Nee, macht er nicht. Was macht er? Gar nichts mehr. Er hat seine Action ja benutzt für Mage Hand wahrscheinlich, um die Tür aufzumachen. Ja, genau. Ah. Dann versucht sie zu ziehen, hat nicht geklappt. Umi! Umi! Und dann nur schreien und da bleiben. Wie viel Movement hat er bei Gura? 30. Willst du die Stats haben? Nö. Komm ja nur bis dahin. Aber viel später. Das ist halt so tragisch süß, dass Ren nicht mal wegläuft. Das ist... Ah! Mein Herz! Der Mordemon. Der tötet mich jetzt. Kommt Legendary Action. Ja, okay. Ich kann nur einen Cantrip. Wir ignorieren die Goons so lange, bis der Boss keinen Bock mehr auf sie hat und sie tötet. Ach nee, wir haben ja eben gewürfelt, ob mich das trifft, ne? Ja. Yeah. Das wäre richtig gut gewesen, hätte das so ein Duplikat einfach erwischt. Ja, wow. Ja. Aber das geht nicht dabei bei Saves, oder? Ich weiß nicht. Ja, sie castet natürlich Essence Flash auf den. So. Ich krieg einen Dex-Save von dem. Das ist nicht gut. Okay. Das ist eine 4. Okay. Dann kriegt der 12 Acid Damage. Killt ihr einfach ihre Minions. Das reicht noch nicht mal, der hat 22 Hitpoints. Wow! Nee. Haha! Ja, gut. Der läuft trotzdem. Nein, lass das doch. Und Ren steht da noch irgendwie in Mini-Version. Ich hoffe, der trifft. Und er greift jetzt Ren an. Heißt das, ich würde den groß werden, wenn ich getroffen werde? Nö, versuch ihn ja zu beißen mit einer 8. Bitte? Mit einer 8. Es trifft mich, weil es muss eine 6 sein. Es trifft dich. Ja. Aber trifft dich eine 8? Eine 8 trifft dich. Nee. Ach so, nee, aber ich würfel, ob mich das trifft oder das Duplikat. Aber wenn es deine Armor Class nicht mal trifft, ist sowieso egal. Ach, richtig. Nee, trifft dich nicht. Dann ist die Fahne noch dran. Gut. Gut. Viel Spaß. Ja, danke. Und was machen wir bitte? Und Jack denkt sich so, what the fuck? Ich bin nur nicht in die Lava gesprungen, weil ich das nicht so machen wollte, wie ihr bei meinem One-Shot. Ja? Das hier finde ich eigentlich viel lustiger, das noch vorher zu machen. Jetzt mach schon, Bosse. Ich kann ein Power Word Pain. Oh! Okay. Hast du ein Power Word Kill oder so? Nö. Oh, schade. Sekt. Nee, Kurosio ist das quasi. Ja, genau. Gib mir mal ein Saving Throw. Ah! Okay. Was für einen? Ja, genau. Ist egal wahrscheinlich. Hm? Nur Rennen? Ja. Das ist Einzeltarget. Oh, nee, du kriegst keinen Saving Throw, sorry. Oh. Ist das eine. If the target has 100 hit points of your, it is subject to crippling pain. Einfach nur Pain oder krieg ich Schaden? Nee. Wow. Das ist nur Pain. Any speed it has can be no higher than 10 feet. Ja, the target has disadvantage on attack rolls, ability checks and saving throws, other than constitution saves. Okay. Und if the target tries to cast a spell, it first must succeed on Constitution Saving Throw. Or the casting fails. And the spell is wasted. Wow. Okay. Das ist das, was du machst. Mhm. Gemeinheit. Machst du sonst noch was? Ja, ich bewege mich noch ein bisschen auf den Zug. Okay. Wie viel darfst du? 40 Fuß. Ihr denkt wohl alle, ihr könnt euch mir entziehen. Hm? Alle? Ja! Ja, das sagt sie noch und dann stellt sie auf ihn zu. Und dann ist sie? Dann war das hier zu. Dann bekomme ich von Umi einen Death Save. Ja, das ist eine 9. Wow. Ab wann? 10 oder höher. Ja, 10 oder höher. Der failed. Damit hast du 2 gefailte Death Saves. Ja, beim nächsten gehe ich drauf. Dann ist Ren dran.
Umi, ich will nicht zulassen, dass sie uns kriegt. Fireball. Auf dich selber oder Umi? Ja. Okay. Dann würfel mal deinen Schaden. Ja, ich meine im Endeffekt. Ich würde mal sagen... Gib mir einen Constitution-Check, ob der Spell funktioniert. Wieso? Weil das ein Spell steht. Ja, mit Advantage. Nein. Doch, ich habe Advantage of Constitution Saving Throw. Ist aber kein Saving Throw. Oder Checks? Warcaster? Ist nur to maintain concentration. Das ist was anderes. Dann würfel. Leute, ihr macht mich echt fertig. Und deswegen muss man noch zu Ende spielen. Nee. Alles okay, Dirk? Ah, oh, du Penis! Natural War! Ja, dann wird das wohl nichts mit dem Fireball. Bitter. Das ist bitter. Das ist so bitter! Das war so cool! Ah, es war so cool! Wow, das ist ein scheiß Spell. Der ist super. Der ist kacke, ich kann nicht mal Selbstmord begehen. Wow. Okay, das war Rens Zug. Ich könnte mich noch bewegen. Du hast noch eine, ja, kannst dich noch bewegen, du hast noch eine Bonus-Action. Kann ich mit der Bonus-Action nochmal versuchen, Umi zu ziehen? Darf man das? Ja. Honestly, dadurch, dass die Fahne ja. Mit Disadvantage. Ja, das hast du. Aber du hast Disadvantage. Oh. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Mit 12. Verdammt! Was? Mit der 12 nicht? Hieß. Viermal so groß. Ich wollte gerade sagen. Schade. Dann nutzt sie die Fahne Nacht, nutzt ihre Legendary Action, um den Acid Splash auf den Mordemon. Auf den Mordemon zu treffen. Ja, klar. Gib mir einfach deinen Schaden. Ich werde von einem Schickmann getötet. Wow. So, 22. Und dann hast du den gerade geschafft. Knapp. Zack, weg mit dir. Scheiße. Okay. So, ich mach das selber. Dann das ist so gruselig. War das Rennzug. Dann ist der Bagura dran. Wie viel Movement hatte der? Der macht's jetzt. 30 Fuß. Der kann auch casten übrigens, der hat Spells. Nee, der. Doch, hat er. Ja, hat er. Aber er steht da. Ist bis dahin gelaufen und damit ist der könnte, der wieder könnte die Fahle Nacht dran. Machen, um Fahle Nacht. Die Fahle Nacht schaut Ren an und der umliegende Umi ja. Und hebt ihre Hände und castet Lightning Bolt. Nein, ich brauche ihn noch. Davor steht so der, dazwischen steht so der Vagura. Dann kriege ich von Ren ein Dex-Save und Umi verkackt den automatisch, weil sie ohnmächtig ist. Der Vagura sollte jetzt schreien, nein, ich brauche ihn noch. Mein alter Meister. Dex-Save. Ja, bitte. Oh, fast das Beste, was es sein könnte. Das ist eine 20. Huh. Das reicht leider trotzdem. Hab ich mir gedacht. Okay, dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist es jetzt ein automatischer Fail-Save bei Umi? Bei Umi ist es ein automatischer Fail-Save. Umi, es tut mir sehr leid. Was ist mit dem Explodieren gekommen? Nee, es geht you nicht. You just mehr. Died. Das ist, was mit der Attacke ist. That's fine. You just died for. Oh, Alter, und das ist richtig schlecht gewürfelt. Ja, das ist lame. Richtig schlecht gewürfelt. Von 2. 15, 16, 17, 18, 19. 19 Lightning Damage. Oh, das tut so weh! Stehst du noch? Nee, ich bin tot. Du bist tot. Also, nee, ich bin damit ohnmächtig. Du bist ohnmächtig. Aber damit ist niemand mehr da, der merken könnte, dass es ein Traum ist. Mhm. Und ihr steht wieder in der Arena. Ohne euch an irgendetwas zu erinnern, was in den letzten paar Stunden dieser Nacht passiert ist. Nach dem Kampf oder vor einem neuen Kampf? Nach dem Kampf. Ihr seid plötzlich wieder da, wo ihr gewesen seid, als ihr den Riesen schlafen gelegt habt. Schlechteste mentale Folter ever. Ja, ganz gut. Kurz irgendwie so ein Bild im Kopf von so einzelnen Szenen, aber richtig zuordnen oder erzählen, was da passiert ist, könnt ihr nicht mehr. Gewinner kriegen Lebkuchen, oder? Ruf ich. Wie schön, dass wir die kommende Folge schon gedreht haben. Und ja,
das war der Weihnachts-One-Shot. Richtig geil. Hey! Hat Spaß gemacht. Nice, ja. Applaus, schreibt Applaus in die Kommentare. Applaus, Applaus. Voll geil. Wenn ihr mehr von so einem... Entitled to Financial Compensation. Ich beantrage auf jeden Fall Schmerzensgeld. Ist okay. Wenn ihr mehr von so einem Scheiß sehen wollt, zum Beispiel einen Oster-One-Shot, wo wir letztes Jahr schon drüber diskutiert haben, dann schreibt es doch in die Kommentare. Oder... Ja, bitte. Ja. Schreibt einfach Lebkuchen rein, weil Lebkuchen sind geil und so. Ja. Und oder eure Konkurrenz gegenüber Lebkuchen, falls ihr findet, dass es was Besseres gibt. Also ihr liegt falsch, aber ihr könnt sie in die Jeder Kommentare schreiben. Jeder Keks ist besser als Lebkuchen, sorry. Ja, aber wenn ihr ein Oster-One... Excuse me. Wenn ihr ein Oster-One-Shot wollt, bitte bunte Eier in die Kommentare schreiben. Ja. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten, frohes Neues! Und viel Spaß im Multiverse! Macht's gut! Sich durcheinander durchbewegen, aber es ist schwieriges Gelände. Movement. Genau, deswegen halbes Movement. Das heißt, er dürfte genau gerade nicht durchkommen. Ach man! Ja, dann schwabbelt der hier runter. Und darunter. Und tut sich auch wie immer.